Also, dann würde ich einfach kurz einen Auftakt machen, oder? Und freue mich, heute Abend Thomas Kröger zu begrüßen in unserem Fatuk Features. Der letzte Vortrag dieser tollen Reihe hat echt Spaß gemacht und ich glaube, wir werden heute einen tollen Abschluss mit Ihnen, mit dir finden. Das letzte Mal, als ich dich oder sie reden würde, war es in Amsterdam, da war auch der Johannes dabei und ich glaube, die Verena war auch mit dabei. Das war dann im Zusammenhang dieser Werkbundsiedlung. Und ich fand dort immer die Projekte wahnsinnig spannend, die damals aus ihrem Beruf vorgestellt wurden. Und deswegen freut mich das umso besonders, was wir geschafft haben, die auch mal jetzt hier alle Projekte so zu sehen, weil das war für mich immer nur so ein kleiner Einblick und dann kennt man relativ viel aus der Presse und finde immer ganz speziell und total interessant, sich rein zu vertiefen und zu erfahren, was eigentlich so die Motivation ist, so zu entwerfen. Und deswegen freut mich das. Aber ich glaube, die Oder wird noch ganz viele zusagen. Danke, Antja, jetzt schon mal vorab, bevor wir nachher in die Fragerunde gehen, dass du das wieder so toll mit dem Reihe 1 Teams geleitet hast. Und ich freue mich, dass es im Sommer weitergeht. Habe auch schon ein paar Anrufe von Kollegen bekommen, die gesagt haben, hoffentlich ist es live bei uns hinten im Garten und es wird gegrillt. Das hoffen wir alle. Aber eigentlich freut mich immer diese Zoom-Reihe, weil man so viele Gäste hat, die man sonst nicht sieht. Also das hat mich eigentlich bei aller Corona-Depression glücklich gemacht, dass man immer wieder Mittwoch so viele tolle Leute hier im Livestream hat. Also dann übergebe ich ein Oder. Ich hoffe, dass die laut genug ist jetzt, um die komplette Einführung zu machen. Ich bedanke mich schon mal bei allen und freue mich auf den Vortrag. Hören Sie mich jetzt alle? Ja. Also, denn ich glaube, es darf niemand außer mir sprechen, sonst würde ich in Gregors Telefon sprechen und er hält es ins Mikrofon. Ich entschuldige mich jetzt erstmal bei Thomas, dem für diese technischen Schwierigkeiten, die ganz untypisch sind für uns. Das ist die totale Aufregung, weil es das letzte Mal ist. Ich weiß nicht, das Zoom ist auch aufgeregt. Wir haben, lieber Thomas, ich freue mich sehr, Thomas Kröger, dass du hier bist in unserer familiären Runde und bedanke mich schon mal bei Dirk für die Einführung. Wir haben das besprochen, dass du in dieser Reihe mitmachst. Ich weiß gar nicht, ob da die amerikanische Wahl schon war. Auf jeden Fall, glaube ich, hat weder du noch ich daran gedacht, dass wir gerade pünktlich nach der Vereidigung des amerikanischen Präsidenten dran sind und nicht gleichzeitig. Insofern wunderbar, haben wir schon wieder knapp 200 Teilnehmer demnächst. Ganz toll. Wir haben auch nicht darüber nachgedacht, dass du der Letzte in dieser Vortragsreihe bist, sondern wir haben da zu dem Zeitpunkt, das war im Oktober, glaube ich, oder November, haben wir einfach frei nach Terminen im Kalender das so gesetzt. Und jetzt ist es so gekommen, dass du den vierten Vortrag hältst nach Jörg Leser von Bell und Katharina Benjamin von Contextur und Helga Blocksdorf. Und damit tatsächlich, ohne dass du das weißt, eine Reihe schließt, die sich auch konzeptionell, also obwohl aus dem Terminkalender entstanden, konzeptionell so ganz fantastisch eigentlich zu Ende fügt. Und wir haben nicht vorbesprochen, was du zeigst. Ich bin ganz gespannt. Gleichzeitig haben wir aber schon ein Bild in der Rheinpfalz von dir gesehen. Ich gehe mal davon aus, dass das Projekt kommt, wobei eben der Schwarzwald und der Pfälzerwald nicht der gleiche Wald als für uns Berliner, gut zu wissen. Thomas Kröger ist Architekt, ein sehr geschätzter Architekt, auch hier in Berlin. Ich kenne und verfolge dein Werk schon seit langem und schätze das sehr. Das heißt, ich habe dich eingeladen, weil du ein guter Architekt bist. Ich habe dich aber, davon gibt es ja auch noch mehrere, ich habe dich auch eingeladen, weil du in dieser vielleicht Überlegung important oder famous architects, vor allen Dingen meiner Meinung nach ein very important architect bist, weil du
schon mit sehr kleinen Projekten sehr, sehr viel bewirkt hast und ausgesagt hast und ganz, ganz große Architektur gemacht hast, denke ich. Das ist meine Meinung. Deswegen habe ich dich ausgesucht. Und jetzt bin ich gespannt, ob du über sehr große Projekte sprichst oder über sehr kleine oder vielleicht auch über alles, und übergebe dir von Herzen gern das Wort. Vielen, vielen, vielen Dank euch beiden für die schöne Einführung und die Komplimente. Ich hoffe, ich kann annähernd mithalten mit dem, was versprochen wurde, und würde direkt einfach starten, einmal so querbeet zu zeigen, an was wir in den letzten Jahren und auch heute arbeiten und gearbeitet haben. Ich teile mal. Kann man es sehen jetzt? Noch nicht, ich zumindest nicht. Moment. Jetzt. Jetzt kann man es sehen. Jetzt Vollbild. Ja, alles klar, alles super. Super, also los geht's. Ich würde gerne starten mit einem Bild, das mich schon seit recht langem begleitet. Das ist ein Foto, was ich, glaube ich, 2010 gemacht habe, und das ist ein kleiner Rummel in der Wüste in Marokko. Und ich würde gerne starten, einfach Überlegungen anzustellen, was begleitet einen eigentlich und welche Kriterien stellt man auf, wenn man anfängt zu entwerfen? Für was entscheidet man sich im Sinne des Erlernten, und was begleitet einen vielleicht über die Sinne, die man auch zum Einsetzen hat? Also einmal dieses Bild, und ich musste damals ganz stark an Tita Ideale denken und sozusagen damit dem Startpunkt des humanistischen Gedankens, wie umfassend will man eigentlich Stadt denken, wie umfassend will man ins Detail zu den eigentlichen Gebäuden gehen. Und anlässlich einer Reise, die ich vor ein paar Jahren nach Bologna gemacht habe, bin ich mit diesem Haus konfrontiert gewesen und habe versucht herauszufinden, wer ist das denn eigentlich? Und es kam raus, das ist Muratori. Das sagte mir überhaupt nichts. Und ich habe dann in der Recherche festgestellt, Muratori hat überhaupt nur 3 Häuser gebaut und hat es dann mit dem Bauen bei diesen 3 Häusern bewenden lassen und stattdessen sich viel stärker um Architekturtheorie bemüht. Er ist eigentlich mit einer der wichtigsten Architekturtheoretiker Italiens geworden, hat unter anderem Rossi auch sehr stark geprägt, und die Auseinandersetzung im Gegensatz zu dem eigentlich unisono-Gedanke der Moderne einen morphologischen Ansatz verfolgt. Ich bin dann 2019 für einen Vortrag im Rahmen des UNAS-Archivs gefragt worden, und ich durfte dort mir ein Buch aussuchen aus der Bibliothek, und ich hatte mir gewünscht, die morphologische Betrachtungsweise von Stadt und Territorium, das Sylvain Malfroy zweimal geschrieben hat, einmal in den 80er Jahren und dann nochmal Anfang der 2000er Jahre, und das gab es nicht in der Bibliothek. Und dann habe ich stattdessen auf die City Metaphors von Ungers zurückgegriffen und am Ende festgestellt, dass beide Bücher dasselbe Feld verfolgen, nämlich die Überlegung, wie wird die Idee entwickelt, auf was greift man eigentlich zurück? Und wenn man auf der linken Seite Tati und Mononcle sieht und sozusagen den Kampf der Bricolage gegen die Technokratie, und rechts sozusagen als den Vertreter der perfekten Technokratie, als James Bond zukunftsgläubig, technikaffin ist, dann ist das eigentlich das, was auch mich begleitet. Nämlich, ich habe an einer technischen Universität angefangen zu lernen, die sehr wohl eigentlich alle Ideale der Moderne verfolgt hat. Und
immer im Ansatz, aber mit dem haderte, was ich auch schön oder was mir andere Sinnlichkeiten versprochen hat in dem, was man entdeckte oder was einen begleitete. Und zwar gab es in den 70er Jahren ein Heft von Uderzo, was ich noch im Regal habe, der Seher. Und in dem Seher wird genau dieses Phänomen beschrieben, nämlich, dass man sich im Grunde immer entscheiden muss, auf der linken Seite unten sehen wir tatsächlich Uderzos Haus, was zu dem Zeitpunkt gebaut wurde, was er sich selbst entworfen hat und was ihm natürlich die Zukunft brachte. In den nächsten 3 Jahren ist er dort eingezogen und gleichzeitig aber in Paris, La Défense, sozusagen die andere Realität, die technokratische Realität, die sich abgebildet hat. Ich fand das super, ohne damals überhaupt daran zu denken. Ich glaube, ich war die 8, als ich das gelesen habe, was für mich vielleicht mal eine Zukunft und Entscheidung anbelangt. Und als letztes möchte ich noch ein Beispiel zeigen von den Smithsons, House of the Future, das sie Ende der 50er Jahre entwickelt haben und vorgestellt haben und im Grunde ihre Vision dessen, wie wir wohnen sollten. Und doch gleichzeitig haben sie gebaut, auch 59, ihr Retreat, das sie auf dem Lande hatten, was ganz anderen Kriterien gefolgt ist und offensichtlich für sich privat völlig andere Träume umgesetzt worden. Nämlich, wie sinnlich sind Materialien, wie gehen wir damit um, gibt es einen gewissen Rationalismus, wie wir Fassaden entwickeln und wie flechten wir das eigentlich alles in einen Raum zusammen. Nochmal zur Citta Ideale und den Ansätzen eigentlich des humanistischen Denkens, der Entwicklung von Städten, Albertis Grundlagen, die mitgeliefert wurden. Ein Besuch in Florenz, Palazzo d'Avanzati, der mich doch ziemlich gepackt hat, A, wie er Städte steht, dann seine stark hierarchisch ausgebildete Fassade, es ist sehr, sehr simpel gegliedert, das Haus. Und dann geht man in den Innenraum und findet fast mittelalterliche Strukturen, fast eine Art vertikale Stadt, die sich vielschichtig abbildet, zur Kommunikation einlädt und eigentlich so einen sehr bunten und lebendigen Haushalt offeriert. Und mit sozusagen diesem Wahnsinnsvorbild würde ich es wagen, einmal jetzt in eigene Projekte zu springen. Und was ich damit voraussetze oder vorausschicken wollte und möchte, ist das Hadern und das Entwickeln eigentlich von Ideen, die einerseits rational getrieben sind und andererseits aber von Ideen und von Empfindungen, von Erlerntem, von Gesehenem, eigentlich dem Archiv, das man sich angehäuft hat, mitgeprägt werden. Ich würde in der Stadt starten, ein Projekt, das in Kürze fertig wird. Ich hoffe, in 3 Monaten, dass man es beziehen kann. Es ist ein Wohnprojekt und wir sind gestartet mit einer Parzelle. Es ist ein Vorderhaus, ein Seitenflügel und eine Remise. Und als wir den Nachbarn, den Linken, um Unterfangungen bitten wollten, weil es ein Altbau ist, sagte der Mensch, kommt doch mal mit aufs Dach, dann zeige ich euch erstmal den Blick von oben und dann sind wir da hochgestiefelt und dann waren meine Bauherren wieder und dann sagt er, du, Herr Kröger, wir können doch auch mal sprechen und ich habe da hinten noch Land und wenn ihr da drüben baut, dann ist es für mich, sind die Karten gelegt, dann bin ich raus, aber wenn wir das zusammenkriegen, mache ich mit. Und so haben wir sozusagen die nächste Parzelle gleich mitgenommen und haben versucht, eine Fassade zu entwickeln, weil das Gegenüber tatsächlich frei ist. Das ist ein kleiner Mini-Park-ähnlicher Eingang zu einer Schule, die sich dort versteckt. Und an der Straße oder an der Stelle wird die Corinna-Straße plötzlich sehr plastisch und offen. Und wir wollten diese Besonderheit in die Fassade übertragen, dass sie eine andere Art von Plastizität hat, eine andere Art von Tiefe und auch ein bisschen gegen das Baurecht mogeln, weil man Balkone konventionell eigentlich nur 1/3 über die Fassade ziehen darf. Wir wollten das gerne aber
sozusagen über die Komplettfassade wachsen lassen. Von diesem Moment, hier sieht man einmal nochmal die Darstellung, man sieht das Vorderhaus, den Seitenflügel und diese weiteren rückliegenden Gebäude, die wir tatsächlich auch so gebaut haben. Und das hatte den Vorteil, dass auch der Garten größer wurde, weil wir die Zäune weggelassen haben und haben eine Gestalt darüber ziehen können. Warum ich dieses Haus auch zeige und warum ich vorher den Palazzo d'Avanzati gezeigt habe, liegt auch daran, dass der Grundriss so entwickelt ist, dass wir nicht sehr generöse Grundrisse haben. Es ist jetzt sind keine kleinen Wohnungen, es ist eher ein sehr bürgerliches Wohnen. Und wir konnten den Bauherrn überzeugen, direkt am Treppenhaus einen Lichthof zu haben, der die Bewohner auf der Küchenebene fast unmittelbar miteinander verbindet. Also die Wohnungen, die Küchen liegen sich vis-à-vis über diesen Lichthof gekoppelt und auch mit an das Treppenhaus gekoppelt. Und ich würde das einmal... Moment. Genau, das ist das Treppenhaus mit den Treppenaugen in diesem Lichthof, die jetzt hier noch verschalt sind. Die Treppen sind Fertigteile, die eine recht komplexe Geometrie haben. Und das ist der Lichthof mit den gegenüberliegenden Küchen. Und jetzt ist der Lichthof oben noch gedeckelt, wird demnächst geöffnet. Also wir sind jetzt schon etwas weiter, in 3 Monaten wird eingezogen. Aber das waren so diese Bilder, die ich mitgenommen habe aus diesen eigentlich schönen Situationen, dass die Wohnungen nicht nur über die Haustür geöffnet werden und sich dann verschließen, sondern dass es durchaus auch gemeinsame Räume geben kann, ohne oder über den Garten hinweg. Hier sieht man nochmal den Blick des Wohnraums auch in diesen dann verspiegelten Innenhof, sodass der Blick nicht direkt in den Fokus der nächsten Küche geht, sondern über die Verspiegelung eigentlich der Blick nochmal verwirrt wird, weil man selber und auch der Nachbar vielfach auftaucht. Wir haben diese langen Korridore, die in der Wohnung sind, in die Mitte gelegt, der Erschließung des Seitenflügels, um dann über große Öffnungen und hier in dem Fall eine Spiegelsituation des Bades Tiefe zu generieren über eine Länge eines Seitenflügels, wo eigentlich gar keine Tiefe vorhanden ist. Jetzt nochmal die Außenansicht des Gartens und des Gartenhaus des Nachbarn. Ein zweites Projekt, was ich gerne zeigen möchte, ist am Deich. Wir springen jetzt aufs Land. Hier war das Budget wesentlich enger geschnürt. Es ist eine sehr junge Familie in Ostfriesland. Und die waren so hartnäckig, dass man einfach nicht ablassen konnte und auch so herzlich und so verbindlich, dass wir am Ende einen Deal gemacht haben. Sind beides Lehrer und die hatten sozusagen entschieden, dass sie sich in der Lage sehen, auch die Bauleitung zu machen, auf das Budget aufpassen und sozusagen die Nachmittage dafür verwenden, wirklich die Baustelle am Laufen zu halten. Wir haben dann eine Webcam aufgestellt und waren tatsächlich nur 4-mal während der Bauzeit vor Ort, um dann mit einzelnen Gewerken Dinge zu besprechen und es zu starten. Und ansonsten war es komplett in der Hand der Bauherren. Es ist eine fantastische Lage am Rande eines Naturschutzgebietes, ein sehr langes Grundstück, das hier fast bis zu dem Waldrand geht. Vor uns der Deich mit einem kleinen Kanal und zur Rechten gibt es noch eine Bebauung. Also es liegt im Außengebiet. Ich hatte die Bitte, wenn wir kommen, weil ich vorher einmal recherchiert hätte, was gibt es eigentlich für Typologien, die diese Gegend prägen? Und das sind die Gulfhäuser. Und die Gulfhäuser bestechen eigentlich durch ihren großen, das sind große Eindach, Hofanlagen. Und die Besonderheit hier ist die moorigen Böden. Das heißt, es sind keine Lasten als Punktlasten einzutragen. Ernte ist also nicht wie in Schleswig-Holstein im Dach unterzubringen, sondern man muss alles auf den Boden packen. Da in der Mitte
des Hauses der größte Raum entsteht und zwischen vier Holzstützen ein Gulf ist. Und sozusagen je nach Anzahl von Gulfen werden diese Höfe auch entsprechend stolzer. Kann man gar nicht zentral wie in Schleswig-Holstein einfahren, sondern die Eingänge sind immer asymmetrisch platziert, sodass der Kornwagen reinfährt, die Ernte ausgeladen wird, zur Linken noch das Vieh steht und damit die Gülle nicht in die abgelegte Ernte läuft, sitzen die Kühe sozusagen mit dem Po etwas tiefer. Und zur Rechten hat man noch Neben- und Gesindefläche, Pferde und vor Kopf wohnt eben der Bauer. Wir haben versucht, diese Schönheit dieser Dachstühle in ein Taschenformat zu übertragen, dieses Gulfhauses. Und zwar haben wir auch einen etwas tiefer gelegten Bereich, an dem jetzt aber kein Vieh mehr ist, sondern man nutzt es, um noch tiefer an die Grasnarbe zu kommen, um dort zu sitzen und auch um dort zu arbeiten. Es ergibt sich sozusagen eine große Halle, die bis unter den First offen ist und ein lautes Tragwerk, das in unserem Falle in Stahlbeton und überdimensioniert übersetzt ist. Und es sind drei Etagen. Eine, die das Wohnen und den Eingang organisiert mit langem Korridor, Garderoben und Küche, einem kleinen Bad. In der ersten Etage sind die Kinder und das Badezimmer untergebracht und mit zwei Kinderzimmern und im Dachgeschoss sind die Eltern. Zusammengesetzt sieht es so aus, man hat sozusagen einen Hallenraum, die Treppe offen in diesen Hallenraum, dann gibt es einen kleinen Vorbereich, dann die beiden Kinderräume und das Bad und dann geht es nochmal hoch zu den Eltern. Eins habe ich vergessen, wir haben dann noch ein Regal, das sich hier einschiebt und wie so einen fliegenden Teppich eine Spielebene für die Kinder erzeugt aus Holz, die dann in dem großen Raum hängen. Das Haus ist gebaut zum einen aus Ziegeln, die aus der benachbarten Ziegelei kommen und die fanden das super, dass ganz in ihrer Nähe ein Haus gebaut werden soll mit einem sehr speziellen Verband und weil wir uns den eigentlich gar nicht leisten konnten, sind die uns auch noch etwas entgegengekommen und wir haben versucht eben mit sehr, sehr sparsamen Details zu arbeiten. Es gibt auch keine Entwässerung oder Rinnenführung. Stattdessen haben wir sehr tiefe Leibungen gemacht und es ist uns klar, dass die Fugen dann irgendwann auch etwas bemoosen werden. Das Haus hat sowohl eine recht pragmatische und fast rationale Anmutung, aber perspektivisch endet man immer wieder in dieser Taschenformat-Gulfhaus-Situation. Der Ausgang zum Garten. Der auf der anderen Seite sitzt die Tür identisch und ist der Hauseingang. Das ist die Situation des Wohnraumes mit der tiefer gelegten Sitznische, bevor die Sofas kamen. Nochmal eine Situation mit dem überdimensionierten Tragwerk. Links dieser Kragarm trägt die Mittelfette des Daches, die dann versteckt liegt. Und heute sieht es so aus. Der Blick aus dem Elternbereich runter in die Halle. Dazwischen sieht man das hohe Regal, das die Spielebene der Kinder trägt. Die beiden Arbeitsplätze, Spielebene. Das ist der lange Korridor mit jeweils den Türen an den Enden, einmal auf der Küchen-, einmal auf der Eingangsseite. Und nochmal oben ein Ablagebereich vor den Kleiderschränken. Ja, das Haus im Schnitt, wie das organisiert ist. Und nochmal in den Ansichten. Das, was jetzt noch fehlt und was noch kommen soll, ist ein kleiner in Blech eingehauster Carport und ein Vorhof mit einer kleinen Mauer, die nochmal so einen geschützten, intimeren Bereich auch wieder mit den Blicken über diese jetzt in dem Falle offenen, in Anführungsstrichen, Fenster generiert. Mhm.
Als nächstes vielleicht das Haus, was uns überhaupt oder mit dem wir überhaupt wahrgenommen wurden vor 10 Jahren, das ist das Schwarze Haus. Auch das möchte ich gerne noch einmal zeigen, weil es liegt in der Uckermark und die Uckermark war mir schon zur Studentenzeit irgendwie sehr lieb geworden, weil es diese sehr hügelige Endmoränenlandschaft gibt und man fuhr dorthin und hat eigentlich niemanden gehabt. Und dieser Traum, wenn man dort ist, sich im Grunde in den Wald zu legen und nichts zu haben oder nur diese kleine Schutzsituation zu haben, die war bei mir der Kofferraum eines Kombis. Und ich habe immer in diesen Kofferraum die wenigen Tage dort verbracht, die ich dort war. Und es war unglaublich schön. Und was ich hier zeige, das ist eigentlich eines der ersten Projekte von Wendy und Norman Foster. Das ist Retreat und das haben sie gemacht auf einem Grundstück in der Nähe der Eltern von Wendy Foster. Und ich finde es nach wie vor eigentlich das, was man benötigt, nämlich den Blick in die Landschaft, eine Schlaf- und eine Kochstelle und eigentlich ist man so ein bisschen aus der Welt. Das hat den Anforderungen meiner Bauherren nicht gereicht, diese doch sehr romantische Idee, wie man in der Natur sein will. Und stattdessen waren die Anforderungen, dass man ein sehr soziales Haus führen möchte, mit vielen, vielen Gästen. Es wurde mir gleich gesagt, dass die Bude immer voll ist und ich dann später auch nicht mehr umhinkommen würde, da mein Bett aufzuschlagen und nicht mehr im Kofferraum. Und dann sind wir das angegangen. Und das Besondere an dem Grundstück war diese Weichheit und die Weite, die sich in die Landschaft zog. Und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es eine Aue mit einer Pappelallee oder fast Wand, die dort steht. Und man wollte unbedingt beide Blicke haben. Und anstelle dieses einfachen Retreats ist hier jetzt eine Zeichnung von Jörn Utzon, die nicht diese Basis des asiatischen Tempels zerlegt, nämlich ihn einfach ohne Wände zeigt, weil die nicht von der Bedeutung sind, die Wände bei uns einnehmen, sondern wichtig ist, dass man einen Sockel hat, einen festen Grund, der auch eine Zäsur in der Landschaft ist und die Dunkelheit und Tiefe, die ein Dach anbieten kann als Schutzraum. Damit verändert sich die Wahrnehmung der Landschaft. Sie wird fokussiert, sie wird präziser. Wir haben uns entschieden, quer zu den Nachbarn zu stellen, die eigentlich giebelständig zur Straße standen, haben wir uns drauf ständig gestellt und ein Haus entwickelt, das seinen Kern in der Mitte hat, seine Schlafstellen reduziert auf 2 Alkoven und zusätzlich 2 Dachkammern anbietet. Ansonsten ist es ein Einraumhaus geworden, ganz anders als die Bauherren sich erwartet hatten, nämlich ein Haus mit vielen, vielen Zimmern für viele, viele Gäste. Und hier im Schnitt sieht man nochmal die beiden oberen Dachräume, wo jeweils 4 Personen schlafen können. Den Wohnbereich haben wir tiefer gelegt, dass man etwas geschützt ist über die beiden längs verglasten Wände. Und es gibt vor dem Sofa eine große Feuerstelle, die den Raum beherrscht. Ja, ich würde jetzt, das ist nochmal die Konstruktion, wir haben uns auch gegen eine Panoramaverglasung entschieden, sondern eigentlich durch eine kleinteilige vertikale Gliederung, die die Landschaft auch nochmal anders wahrnehmen lässt. Das ist ein großes Fenster. Dann zieren 3 Gauben, die eine Dachseite, die andere nur ein Schornstein. Die Figuren sind aber alle identisch groß und hier die mittlere ist das Treppenhaus, was am Fürst liegt und sitzt in identischer Position zu dem, zur Feuerstelle. Und diese Dachhüte oder Lüftungshauben, die man in Texas findet, auf Barns, das war mir so in Erinnerung, dass das eigentlich diese Häuser immer sehr besonders gemacht hat.
So lag es nach Fertigstellung da. Das ist das benachbarte Siedlerhaus, das im Grunde eine ganz ähnliche Einfachheit hat. Auch hier ist der Giebel geschlossen, aber eben zur Landschaft. Es gibt kleinere Fenster in den Längswänden und ansonsten geschlossene Dachflächen. Unser Haus zum Garten nach Fertigstellung, das heißt das schwarze Haus, weil es innen ganz schwarz ist. Und wir haben es mit Lärche verkleidet, so wie man klassischerweise Scheunen verkleidet in der Uckermark, die eben dann auch eine silbrig-schwarze Beschichtung des Holzes bekommen, ganz auf natürliche Art und Weise. Und ich zeige am Ende nochmal ein Foto, jetzt ist es auch schon soweit. Aber hier die Idee eben dieses Daches, das auf der Landschaft oder auf diesem Sockel schwebt und den Blick in die Natur freigibt. Hier die Feuerstelle am tiefer gelegten Sofa. Die Korridore mit den offenen Alkoven, die über Schiebetüren abtrennbar sind. Und dann oben die beiden Dachkammern mit den ausziehbaren Betten. Ich blätter jetzt einfach so durch, aber das sind vielleicht auch Bilder, die man schon auf der Internetseite gesehen hat. Deswegen mache ich es ein bisschen schneller. Aber jetzt sieht es eben so aus, das Haus ist jetzt auch von außen Anthrazit. Ein Projekt, was ich zeige, weil Oda gesagt hat, dass sie das so gern mag, soll es natürlich auch vorkommen. Das ist im selben Ort, aber ein ganz anderes Grundstück. Und zwar ist dieses Grundstück Teil eines ehemaligen Parks, eines kleineren Herrenhauses oder eines Gutshauses, was hier steht. Und dieser Park war eigentlich der Lust- und Obstgarten des Anwesens, und wir haben hier eine Kirschplantage, dann sind später Gewächshäuser dazugekommen, und es ist im Grunde wie eine kleine Miniatur-Uckermark, weil es gibt einen See, es gibt einen Feuchtwald, der mit blauen Libellen angefüllt ist, und es gibt eben eine hügelige Situation. So haben wir das Grundstück vorgefunden mit dem Blick runter zum See und haben überlegt, Was kann man da eigentlich setzen? Es war ein kleiner Lustpark, soll es ein Follie sein? Wie setzt man eigentlich Gebäude in die Landschaft? Der Nutzen war über, oder die Funktionen, die wir unterbringen sollten, waren übersichtlich. Eine junge Familie mit zwei Kindern wollte dort einziehen. Und am Ende sind wir fündig geworden bei im Englischen Garten für ein Tanzpavillon. Und man hat sozusagen im festen Gehäus rechts die Jukebox mit dem Orchester und links die kleine Tanzhalle. Da das etwas sehr Dörfliches ist und auch einen gewissen temporären Charakter hat, wollten auch wir auf dieses Grundstück nicht etwas Leichtes, etwas Verspieltes setzen, was nicht diese Wiese mit einem festen Haus besetzen sollte. Als wir das Haus entwickelt hatten, kam die Großmutter mit ins Spiel, die sich auch eine Bleibe gewünscht hat, als sie die Entwicklung des Hauses sah, weil sie nah bei ihrer Familie sein wollte. Und die hat sozusagen den geschlosseneren und böseren Turm bekommen. Und der sollte in Schindeln sein, und da drückten sich die Fenster raus, fast wie so Beobachter, und ganz im Gegensatz zur Heiterkeit des kleinen Pavillons drohte er sozusagen etwas im Rücken und hatte aber innen Fenster, die immer sozusagen als Bild in die Landschaft gehen. Dieses Haus ist nicht gebaut worden, weil es dort eine andere Entwicklung gab, und ich hoffe, dass es irgendwann nochmal kommt, aber eben dann nicht mehr für die Großmutter. Ja, das Haus, es gibt zwei Grundrisse. Die Räume sind in ihren Niveaus, ich zeige es vielleicht besser in den Fotos gleich, an das Gelände angepasst, weil wir schon etwas in dem Hügel sitzen. Und als wir die Bodenplatte gegossen haben, dann war
die Leute im Dorf doch etwas beunruhigt, was jetzt wohl dort entstehen wird. Und dann ging es aber ganz schnell, weil wir haben in vorgefertigten Holzwandelementen das Haus gestellt. Das war dann, stand dann erstmal so in 14 Tagen. Dann wurde es ausgefacht, dass wir etwas Masse hatten und mit Aluschindeln bekleidet. Und auch hier gibt es kein Rinnendetail, sondern eigentlich ist es am schönsten, wenn es regnet, weil der Regen sozusagen an diesen Spitzen ganz leicht abperlt und man ist im Grunde so etwas zum Zeithaben verdonnert. Die Eingangssituation ist die höchste im Erdgeschoss. Von dort aus geht man zwei Stufen runter in den Wohnbereich. Und es gibt ein Sofa, das geht ums Eck, sodass man sowohl Richtung See gucken kann, aber auch in die Kirschplantage. Das ist dieses Sofa mit den Kücheneinbauten, die dann wieder eine Stufe höher liegt, mit dem Speisetisch in die Kirschen und der Blick zum See. Dann gibt es eine versteckte Treppe, die führt ins Dach. Hier vielleicht nochmal rechts und links von diesen Fenstern sind die Kinder untergebracht in Kinderräumen. Und oben im Dach gibt es eine etwas wildere Dachkonstruktion mit, da gab es den Wunsch, dass man doch in der stockfinsteren Uckermark auch in die Sterne schauen kann. Und das kann man dann vom Bett aus machen. Noch ein Badezimmer. Und das ist auch schon die ganze Bude. Die Außenverkleidung ist so ein bisschen an so Fischerkarten orientiert. Es ist eine schwarze Holzverschalung mit weißen Deckleisten. Und die Deckleisten haben wir dann auch über die Kinderzimmerfenster gezogen. Die sind zwar öffentlich, diese dann in Alu übersetzten Deckleisten. Aber die helfen, dass diese Fenster gar nicht zu sehen sind am Tag, weil das Schwarz des Glases dem der Holzverschalung entspricht. Noch ein Blick vom See, wie es dann am See steht. Also bei diesem Projekt gibt es im Grunde keine Referenz. Es gibt kein Siedlerhaus, es gibt keine Typologie, die direkt nebenan steht, aber es gibt die Gedanken des Follies, der anfängt, die Landschaft um sich drehen zu lassen. Das ist ein Projekt, was auch jetzt gerade fertig wird. Das liegt an der Ostsee in Dierhagen. Und wir haben uns verschiedene Typologien dort angeguckt, die direkt am Weg stehen. Es gibt redgedeckte kleine Datschen. Es gibt aber auch etwas brutalere Bauweisen, die man hier zur Rechten sieht und die im Grunde immer stärker das Bild dieser Seeorte ausmachen. Die See selber liegt in 50 Metern Entfernung neben einem Wald. Und wir sind dieses rote Feld hier. Hier ist der Strand und das ist ein sehr schöner Mischwald. Wir haben ein Haus entwickelt, das so Erinnerungen von Stränden in Estland mitgebracht hat. Da standen nämlich immer Sportgeräte, sowohl aus Stahl als auch aus Beton. Und ich fand die immer schon großartig. Und da hier wiederum ein Haus für eine Familie mit vier Kindern und zwei Großeltern entwickelt werden sollte, haben wir ein Haus geplant, das versucht, klein zu sein und klein auszusehen, aber doch sehr, sehr groß ist. Und die Idee war, dass wir einen Kern entwickeln, der tragend ist und aus Stahlbeton ist und ein spezielles Treppenhaus ist, weil man es sowohl vom Garten aus begehen kann, als auch von der Rückseite vom Hof. Das heißt, es gibt zwei Treppenläufe, die aneinander vorbeilaufen und zur Rechten einen tiefer gelegten Wohnbereich, wieder mit Feuerstelle, und zur Linken eine Küche mit außen überdeckten Sitzplatz und Speisen hat. Und hinten gibt es ein Teil für die Großeltern mit eigenem Bad und dem ruhigeren Hof und einer äußeren Sauna. Und das Obergeschoss, was in der Einrichtung das Kinderspielzimmer erschließt und in der anderen Richtung
das Elternzimmer erschließt mit dem Elternschlafzimmer und einem Bad. Die Kinder haben hier ihr Bad. Können die Kinder in einem Rutsch in den Garten rasen zum Fußball spielen, während die Eltern doch sozusagen den ruhigeren Weg an den Wohnraum angebunden sind. Und für besonders schnelle Verbindungen gibt es auf dem Treppenpodest eine Mini-Nische, durch die man sich durchmogeln kann, damit man nicht um das Treppenhaus rum muss. Also wenn irgendwie Ärger droht oder Riesenfreude, geht auch der kurze Weg jeweils in Z-Geschwindigkeit. Und darüber gibt es noch einmal eine Etage für die vier Kinder, die sozusagen ganz im Dach verschwinden und von hier aus wieder in ihr Spielzimmer runterschauen können. Eine Besonderheit, die Kinder noch dazu bekommen haben, ist eine kleine Leseröhre, die sich durch den Elternraum bohrt und auch hier den Blick in den Kiefernwald freigibt. So liegt sozusagen so ein Doppelfischerhaus nebeneinander. Hier nochmal die Darstellung von diesem rohgeschalten Kern mit diesem Schlupf in der Mitte und das nochmal von der anderen Seite mit den hölzernen Großelternräumen. Ja, also auch hier hoppla, hier sieht man jetzt nochmal den Start, die rohen Oberflächen, die auch genauso bleiben werden, die in sägegrauen Latten geschalt sind. Der Raum des Daches, hier das Kinderspielzimmer, was dann auch für die Eltern sich genauso ausbildet. Der Blick des Daches jetzt, als die Zimmermänner durch waren, die Röhre, die Leseröhre in den Wald, das Zimmer der Eltern Richtung Wald. Und das Dach ist in Kupfer gedeckt und wir haben ein ähnlich lasiertes Holz verwendet, wie das Kupfer sich entwickeln wird für alle Fensteranlagen. Die Wasserführung über Speier, die dann einfach in den Garten entwässern und so das Haus. Das ist ein Projekt, was in Berlin ist und was auch um Wohnen geht. Es ist eine Wannenfabrik, die eher ein genossenschaftliches Modell ist, was ein befreundeter Tischler mit Familie erworben hat und mit der Idee, dass man versucht, möglichst viele Freunde unterzubringen, Gewerbe unterzubringen, Buchbinder, Theaterleute, Künstler, für die sowohl Ateliers zu schaffen als auch Wohnmöglichkeiten. Das ist der Zustand, so wie wir das übernommen hatten vor rund 10 Jahren. Wir haben dann versucht, wie will man das eigentlich erweitern? Das Ganze war ein Einzeldenkmal. Wir haben nach Strukturen gesucht, wie sich Erweiterungen so einfügen können, dass es fast wie eine ehemalige Entwicklung aussah für Lagerräume oder Silos etc. Wir haben das Dach aufgestockt mit einer Laterne, um dort auch Wohnraum zu generieren und haben Dächer verändert, die vormals den Fuhrpark aufgenommen hatten. Und jetzt im Ende letzten Jahres sind hier für den Neubau die Bauarbeiten gestartet. Das Dach ist schon umgebaut. Und ja, ich führe jetzt vielleicht einmal nur durch diesen Neubau, der, man sieht es gleich im Schnitt, der bestehende und geschützte Mauerwerke nicht angegriffen hat, sondern wir haben eine Art Tischkonstruktion gebaut, so HY-Stützen, die dann einen Tisch tragen, auf dem dann 3 Etagen Wohnungen untergebracht sind, mit einem öffentlichen Teil und einem privaten Teil. So waren die Bilder, das ist die Erschließung
des Gebäudes, unten Werkstätten, oben Wohnen und am Ende eine Skating Hall. So ein bisschen im Grunde Analogie zu Cedric Price's Fun Palace, dass Dinge unterschiedlich nutzbar und variabel sind und sich vor allen Dingen auch verändern dürfen und sollen. Das ist eine kleine Veranstaltungshalle mit angeschlossenen Ateliers. Das ist die Gesamtsituation und jetzt sind gerade die ersten Tischstützen gegossen. Ein Projekt, was auch dieses Jahr fertig wird, ein Büroprojekt, das ist in der Schönhauser Allee, ein beachtlicher Altbau einer ehemaligen Seifenfabrik. Hier ist der rückwärtige Teil weggebombt worden und das lag bis vor kurzem brach. Es hat auch sehr junge Bauherren erworben, die Filmproduzenten sind, um es zum einen für eigene Büroflächen zu nutzen, zum anderen aber auch, um Mietflächen zu generieren. Und unser Vorschlag sieht vor, dass wir das Gebäude, das zu 100% unterbaut war, nach unten öffnen. Wir haben also ab Ende dieses bestehenden Quergebäudes einen Komplettaushub gemacht und haben vorgeschlagen, dass wir den vorderen Bereich auch komplett entkernen und neu aufbauen mit einem Senkgarten. Das Gebäude ist angegliedert an die Altbauhöhen. Das heißt, wir haben immer gleiche Flächen, da aber auch ein Kino unterzubringen war, staffeln sich die Gebäude hinten in die Höhe. Wir schaffen das, sozusagen stützenfrei zu sein über vorgespannte Stahlbetonträger, die ähnlich wie bei einer Brückenkonstruktion funktionieren, über eingestellte Tragquerwände. Ja, das war für die Denkmalbehörde unsere Linie, wo wir den Senkgarten haben werden. Und dann haben wir den grünen Daumen bekommen, dass wir es machen durften. Das ist die Rückansicht, die gestaffelt ist aus den sich ergebenden Abstandsflächen. Das ist der neue Hof mit der Tiefgaragenrampe und wir konnten die Bauherren überzeugen, keine Autotiefgarage zu bauen, sondern weil man einfach so zentral in Mitte liegt, eine Fahrradtiefgarage für 180 Fahrräder. Die sieht dann so aus und wer schon mal im London Zoo war und den Pinguin-Pavillon kennt, das ist vielleicht jetzt etwas hier die massivere Variante, aber ich hoffe irgendwann demnächst da unbedingt runterzuschlittern. Das ist der Hof des Altbaus mit dem Senkgarten, das Kino, eine Bar, die vor dem Kino ist und den Blick auf diese Fahrradrampe hat. Das Haupttreppenhaus, die Büros, die stützenfrei sind. Auch hier mussten wir aus Abstandsflächengründen ein besonderes Geschoss entwickeln, das in seiner Rampe einen terrassierten Dachgarten hat und Freiflächen für unterschiedliche Nutzungen gibt. Ja, und jetzt einmal ganz schnell die Sequenz Aushub. Die Nachbarbrandwand, der Abbruch des ersten Hofes, was wirklich ziemlich wild war. Die Herstellung der Rampe, das Kino noch in Rohfassung und die ersten Bilder der Büroetagen mit den sehr großen freigespannten Flächen. Es wird hinten immer Gärten geben, die in diesem Bereich angesiedelt sind. Das sind keine Terrassen, wo man rausgehen kann, sondern sind eigentlich große Pflanzbecken, die direkt das Grün an die Büros bringt. Ja, abschließend würde ich gerne zwei Schulen zeigen, die eine ist gerade im Bau, das ist die im Schwarzwald und die ja auch in der Zeitung war.
Und auch hier gibt es Eindachhöfe mit kleinen Nebenhäusern. Und diese Typologie war sehr, sehr dominant in diesen Schwarzwaldortschaften. Und unsere Schule hier ist eine sehr kleine Schule, nur für maximal 50 Kinder. Und es geht um Kinder, die hier in einem Internat, dem Osterhof, untergebracht sind. Und es ist Internat ist nicht das richtige Wort, es ist eigentlich eine Art Heim, wo Kinder aus schwierigen Verhältnissen, will ich gar nicht sagen, aber doch verhaltensauffällige Kinder, sagen, eine nahezu letzte Station gefunden haben, wenn sie hier hin dürfen. Und die Idee ist, dass diese Kinder 3 Jahre dort unterkommen, 50 Kinder, 50 Betreuer. Das ist eine sehr intensive Arbeit, die man miteinander hat. Und das ganz Besondere an dem Osterhof ist, dass nicht nur den Kindern ein Vertrauen in ihre Umwelt, ein Vertrauen in sich selbst wieder beigebracht werden soll, sondern gleichzeitig arbeitet man auch sehr intensiv mit den Eltern, sodass bei der Zusammenführung, wenn die Kinder wieder in ihre Familien kommen, man, wenn auch nicht alle Probleme gelöst sind, doch zumindest ein Verständnis füreinander entwickeln kann. Das heißt, diese Schule war insofern speziell, weil wir einen Ort finden wollten, der per se Freude machen sollte und einladen sollte, sie zu benutzen. Und wir haben 6 Klassenzimmer, die alle erdgeschossig sind. Und wir haben zusätzlich einen naturwissenschaftlichen, einen Werkraum, die im Dach untergebracht sind. Es gibt eine großzügige Aula und Eingangssituation, von der aus man sich dann im Haus verteilen kann. Was wir im Wettbewerb angedacht haben, das soll auch so umgesetzt werden. Das heißt, es gibt ein grünes Pigment, das sich über die komplette Konstruktion, über alle Wandoberflächen zieht und eigentlich recht fein versucht, dieses Gebäude in etwas Abstrakteres, in etwas Märchenhafteres zu überführen. Es liegt in einem Bach. Hier sieht man nochmal diese zentrale Eingangssituation, die 6 Klassenräume, jeweils mit kleinen Nebenräumen, wo sich einzelne Schüler zurückziehen können. Und dann gibt es noch ein Nebenhaus mit Lagerräumen und hier im Wettbewerb angedacht mit einer Küchensituation und einem Hof um ein Bestandsgebäude. Das sind die Ansichten. Ja, und jetzt wurde die bestehende Mühle, die dort vorher stand und in der die Schule und mit ihren Räumen untergebracht war, aber eher behelfsmäßig, die ist nun weg und wir sind sozusagen jetzt gerade dabei, den Holzbau zu setzen. Im Frühjahr geht es weiter mit der Dachdeckung, aber Stahlbeton für beide Gebäude ist abgeschlossen. Vielleicht am Ende, ist überhaupt noch Zeit, oder? Okay, am Ende würde ich noch eine Schule in Hamburg zeigen und dann noch ein genossenschaftliches Projekt, hopefully. Also wir haben einen Wettbewerb gewonnen in Hamburg, in den Marschlanden und haben uns auch hier auf die bestehenden Typologien verlassen und berufen. Und das sind Langhäuser. Und diese Langhäuser sind fast Urtypen, redgedeckt. In Kirchwerder, wo auch diese Schule gebaut wird, gibt es den Rosenhof, der eine sehr mächtige Ziegelfassade hat, einen vorderen Ziegel, Traufwände und dann im rückwärtigen Teil in Fachwerk übergeht. Man sieht hier den Lageplan. Wir haben 2 Langhäuser vorgeschlagen. Eines, in dem alle Klassenverbände untergebracht sind. In dem Falle sind es 1200 Schüler. Und einen zweiten nördlichen Teil, in dem die naturwissenschaftlichen Räume, die Aula, die Werkstätten und auch die Verwaltung untergebracht ist. Und zusätzlich gibt es noch eine Dreifeldsporthalle. Hier nochmal der Lageplan mit der Gartengestalt.
Die vier Marschlande sind über die Schwemmsituation der Elbe angelegt. Das heißt, es ist überall mit Kanälen durchzogen. Es ist sehr feucht, was auch eine schwierige Gründung des Gebäudes nach sich zieht. Wir werden eine Fallgründung haben, die nicht unaufwendig wird. Das war das Bild, das wir im Wettbewerb eingereicht haben. Eine Ziegelkonstruktion, die wir etwas nebulös gehalten haben, weil sie eine sehr aufwendige Konstruktion versprach. Und wir haben sozusagen eine untere Stahlbetonkonstruktion, die Wände sind doppelt gekrümmt. Also wir haben wirklich alle Register gezogen, wie uns kurz nach dem Wettbewerb klar wurde, die wir nur ziehen konnten. Gleichzeitig sind ein 70%, aber eine Vertikalfassade. Und nur über den Trick des Giebels meint man zu glauben, dass man es mit, ich dachte, jetzt kommt noch ein Bild, dass man es eben mit giebelständigen Häusern zu tun hat. Wir haben das dann aufgelöst, dazu komme ich gleich nochmal. Zuerst vielleicht in den Grundrissen. Es ist eine clusterorganisierte Schule. Das heißt, es gibt immer zwischen 6 bis 7 Klassenräume eines Jahrgangs und die liegen um einen Dorfplatz. Das heißt, die Kinder können in beide Richtungen schauen. Die Klassenzimmer sind so an den Dorfplatz angebunden, dass immer große Fenster auch noch in diesen Dorfplatz gehen, der dann dadurch zusätzlich belichtet ist. Die Erschließung gibt es an dieser Stelle zweimal. Es sind doppelt gegenüberliegende Treppenräume, die auch für den Brandfall entsprechend ausgelegt sein müssen, aber dadurch auch eine Großzügigkeit der Erschließung herstellen. Im Bereich des nördlichen Riegels ist es so, dass wir auch hier die naturwissenschaftlichen Räume um so eine Art Dorfplatz haben. Der Dorfplatz wird mit Tafellack gestrichen, sodass in diesem Bereich entweder kleine physikalische Formeln außen angebracht werden können und hier vielleicht eher irgendwelche Zeichnungen. Es ist auch eine musische Schule, das heißt, es gibt dort Theaterräume, Musikräume und auch eine große Aula. Hier nochmal die Seitenansicht. Und wir haben es jetzt geschafft, diese Ziegelfassade so zu übersetzen, dass wir eine klassische Sparrendachkonstruktion erstellen, die eben diese Doppelkrümmung aufnimmt und dann mit einem horizontalen Ziegelelement, der an die klassische gemauerte Ziegelwand angelehnt ist, eindecken. Wir haben dann Sonderformate jeweils an diesen trapezförmigen Fensteröffnungen. Und es soll noch in diesem Jahr mit der Gründung losgehen, sodass dann im nächsten Jahr tatsächlich mit dem Hochbau gestartet werden kann. Wir waren vor 2 Jahren eingeladen für einen Wettbewerb einer Siedlungsverdichtung. Und ich würde das gern einmal nochmal zeigen, weil daraus dann plötzlich mehr Projekte entwickelt sind, auch wenn dieser Typ, den wir hier entwickelt haben, in Wedel nicht zum Zuge gekommen ist. Und zwar, es ist eine Siedlung aus den 50er Jahren, sehr einfach, stark sanierungsbedürftig und mit einem wunderschönen Eichenhain. Das heißt, die Erwerber dieser Siedlung haben großes Potenzial gesehen, diese Siedlung nachzuverdichten. Und die Frage war, wie macht man das? Und man hat sich mit der Stadt zusammengetan und überlegt, welche Strategie wollen wir eigentlich verfolgen, um hier irgendwie zum Erfolg zu kommen. Wir fanden das so extrem schön dort als Anlage, dass wir gesagt haben, egal was wir machen, wir müssen versuchen, den minimalsten Fußabdruck zu finden, der das ermöglicht. Und es waren 50 Wohnungen gefordert, die man nachverdichten wollte. Und wir haben am Ende 75 angeboten, aber immer noch auf dem vergleichbar kleinsten Fußabdruck. Wir sind 7-geschossig, noch genau kein Hochhaus. Und wir haben uns einen Trick genommen, weil die Gründungen in Hamburg und so auch in Wedel nahe der Elbe immer sehr schwierig sind. Wir haben alle Kellerflächen ins Dach gelegt und auch die Technikflächen ins Dach gelegt. Dadurch war klar, dass
selbst unser hohes Haus ein Dach bekommen wird. Und im Erdgeschoss gibt es nur den Lift, das Treppenhaus, einen Raum für Hausanschluss und einen Kinderwagenraum. Die Fahrräder sind in den Überkragungen untergestellt und insgesamt ist es ein Stahlbeton-Skelettbau, der mit einer hölzernen Fassade eingefasst wird und ein hölzernes Dach bekommt als Konstruktionsform. Die Bäder sind außenliegend. Wir haben mit Transolar zusammen das energetische Konzept entwickelt für das Gebäude und mich versucht, so eine Sonderform zu entwickeln, die drei Wohnungen fast pro Etage, die Balkone immer am weitest entfernten Punkt voneinander gesetzt und in der Eingangshalle Blicke in drei Richtungen freigeben. Hier gucken wir auf Lift und Schließung und diese gleichen Figuren gibt es noch zweimal rechts und links von uns. Hier sieht man das, hier die Kinderwägen, hier Hausanschlussräume, Fahrräder in den Überkragungen und das sind die kleinen Kellerverschläge für die Wohnung und es gibt in dem siebten Geschoss Sonderräume, weil wir hier die Höhe des Daches den Wohnräumen zuschlagen konnten. Das sind die Wohnräume und die Wohnungen selber. Es gibt von einer Ein- bis zu einer Vierzimmerwohnung alles, was man sich wünscht. Und das hier ist zum Beispiel die Dreizimmerwohnung mit einem Entree, mit einem Verteiler, zwei Schlafzimmern, dem Wohnraum, einem Bad und einer Küche. Die Einzimmerwohnungen sind so ausgelegt, dass es einen Schlafalkoven gibt, eine kleine Pantry-Küche, einen Hauswirtschaftsraum. Und Wohnraum und Bad. Und ja, es gibt, gehe ich jetzt nicht im Einzelnen durch, es gibt einfach verschiedene Grundrissvarianten darin. Und damit bin ich durch. Thomas, vielen Dank. Hörst du mich? Soll ich mal hier rausgehen vielleicht? Thomas, hörst du mich? Ja. Okay, du bist jetzt meine Testfrage. Ich bin ein bisschen verunsichert. Ich fange jetzt an zu sprechen. Sag mal, dass du mich hörst. Ich höre dich super. Sehr gut, dann gehe ich davon aus, alle hören mich. Thomas, ich danke dir von Herzen für diesen fantastischen Vortrag. Es sind die ganze Zeit immer mehr Zuschauer geworden. Du kannst, wenn du mich fragst, gerne noch alle anderen Projekte auch noch vorstellen, die ihr gebaut habt. Dein Vortrag, muss ich sagen, hat mich genauso berührt wie eigentlich auch deine Gebäude, nämlich es hat sich sehr leicht angehört. Du hast überhaupt keine Probleme beschrieben. Also du hast natürlich 1000 Probleme beschrieben, aber du hast gar keine Probleme gehabt, weil du hast ja jede Situation für dich zu etwas Gutem gebracht und deswegen konntest du uns einen zauberhaft leichten Vortrag halten, von dem ich jetzt, dass wir sind ja an der Universität hier, du bist auch Professor und lehrst, sagen würde, dass das war tatsächlich auch eine Unterrichtsstunde und man denkt, oh, das ist ja toll, jetzt weiß ich, wie es geht. Das Lustige ist aber natürlich, dass die Leichtigkeit, die du vermittelst, auch in deinen Gebäuden und eben auch, wie du sie betrachtest und beschreibst und auch produzierst, hat natürlich diesen Faktor des Magic and Logic. Also ich glaube, man kann gewisse Bereiche von dir lernen und andere sind tatsächlich sehr poetisch und das kann man vielleicht mitnehmen. Ich habe ja gesagt, dass kleine Gebäude, der kleine Pavillon, der würde mir so gefallen, aber es war ja auch ein Trick. Du hast ja auch gesagt, ihr macht auch Tricks, ne? wollte ich ganz gerne mal wirklich erklärt bekommen, weil Thomas sagt, ich bin am Bildhaften interessiert. Ne? Du sprichst übrigens auch von wir, das finde ich ganz toll, also ihr, ne, im Team. Ihr seid am Bildhaften interessiert, aber ihr findet ja keine Bilder, sondern ihr findet das Bild am Ort. Du hast es hier auch erläutert. Und dann, was hast du gesagt? Schönheit im Taschenformat.
Ne? Also du findest was, du erkennst eine Schönheit, eine Sinnlichkeit des Materials und im Taschenformat kondensierst du das ja dann. Würde ich sagen, das kann man, finde ich, als eine Methode anerkennen. Und so beschreibst du auch die Projekte jetzt heute und hier. Ganz viel Konstruktion. Also du erläuterst, wie es geht, diese Schönheit im Taschenformat zu konstruieren. Ganz viel Funktion. Also es ist alles immer genau für die Bewohner ausgerichtet. Es sieht so aus, damit die Eltern und die Kinder dort gut leben können. Und man denkt so, ach so, ja, das ist ja logisch. Und dann kommt so ein Moment, ja, aber warum sieht es jetzt aus wie ein chinesisches Teehaus? So, und das ist diese, glaube ich, diese Komprimierung. Und dann hast du du hast es erklärt. Du hast deinen Weg erklärt. Ich kann das nochmal nachvollziehen. Also ich habe nicht immer zugehört, ne? Aber da habe ich dann genau zugehört. Und zwar hast du von den blauen Libellen gesprochen, die dort in dem Wasser fliegen. Und der böse Turm der Großmutter. Also das sind Geschichten, finde ich, also der Kirschplantage. Und das sind, glaube ich, dann, das, da kann man dir eben nur zuhören, aber da wird es dann tatsächlich magic und poetisch. Weil ich glaube, dass du nennst es Bude am Ende, ne? Die Bude. Ist nicht mein Begriff, hast du gesagt. Und ich glaube, das ist eben der dritte Moment der Architektur, der wunderbaren Idee. Und das kann man nicht lernen, das glaube ich, das kann man versuchen, es aus sich selbst heraus zu entwickeln. Und das ist dann, glaube ich, auch nicht von ungefähr, dass du eine marokkanische Kirmes zeigst und sagst, für dich ist das aber eigentlich die Idealstadt der Renaissance, weil du das daran sehen kannst. Und ich habe das jetzt absolut verstanden, warum dieses Haus in der Uckermark diese Pavillonform hat. Und es kann es nur einmal geben an dieser Stelle und von dir. Es ist sozusagen tatsächlich, es verlässt eben den Bereich des reinen Gebäudes. Und dabei ist es total funktional und wahnsinnig präzise konstruiert. Und aus Industrieprodukten, ne? Aluminiumschindeln, oder? Die sind nicht handgefertigt vom Handwerk, das ist ein Industrieprodukt. Und ihr müsst überall, wenn ihr die Dachrinne weglasst, müsst ihr überall eine Unterschrift nehmen, dass ihr nicht in die Gewährleistung kommt und so weiter und so weiter. Ne? Ich glaube, das alles hast du erzählt, indem du auch diese Baustellen immer gezeigt hast. Und das ist diese faszinierende Leichtigkeit, diese Präzision, das macht dich extrem aus. Ich rede noch eine Sache, weil dann habe ich Angst, dass man mich nicht mehr hört, weil jetzt geht es nämlich rund, weißt du? Jetzt verlasse ich den Chat. Ich habe ja eine Freundin, die wohnt in der Schönhauser Allee Nummer 8 im vierten Stock. Du kennst sie wahrscheinlich auch. Und ich bin dahin und die müssen ja in diesem Stahlkabuff müssen die in ihre Wohnung gehen. Und ich bin da hingegangen und ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein, um Gottes Willen. Hatten wir hier ein Erdbeben oder so? Ne? Es gibt es ja, dass manchmal so die Erde wegsackt, weil der ganze Hof hatte keine Decke mehr. Ich habe das dann rausgekriegt, was los war. Aber da, ich muss sagen, also tatsächlich auch diese Nervenstärke, die diese Projekte, die du machst, auch diese Radikalität, sowas zu denken und zu bauen, also in einem solchen Gebäude den gesamten Hof rauszuhauen, das war schon sehr imponierend, muss ich sagen. Da war ich auch überrascht, dass das von dir ist. Aber das hat auch wirklich nochmal meine Meinung total stabilisiert, wie radikal dieser scheinbare schön, diese Schöngeistigkeit, wie radikal und präzise die ist. So, und jetzt bin ich fertig. Der Thomas darf antworten und dann ja an alle bitte. Sag ich vielleicht nur ganz kurz zwei Sachen.
Das lässt sich natürlich nur genau so leicht in einem Vortrag berichten. Alle Mühen und Entscheidungen, die fallen ja sozusagen wie an einer Teflonschicht hier mit ab. Und es ist auch eine notwendige Teflonschicht, die man braucht. Aber wir könnten zum Beispiel keine Dächer ohne Rinnen entwässern, hätten wir nicht kiesige Böden. Und am Ende muss es ja auch funktionieren und aufgehen. Und es spielt, wenn man Glück hat und wenn man sozusagen hart am Glück arbeitet, spielen sich die Dinge manchmal in die Karte. Und das Dach ist natürlich kein Industriefertigprodukt, sondern es tut einfach und es ist doch Handwerk. Und es ist eher die Arbeit eines Silberschmieds, der wirklich die Rauten, weil die werden von der Spitze nach unten immer größer. Und es gibt einen ganz, ganz wunderbaren Handwerker, der genau diese Blechdächer macht und der Lamas im Garten hat und der auch nicht von dieser Welt ist. Und mit dem zusammenzuarbeiten ist eine unglaubliche Freude. Und der hat sowohl dieses Haus in Dierhagen gedeckt, weil man eigentlich Blechdächer nur mit dem machen kann, wenn es sozusagen besondere Anforderungen und Handwerk gibt. Und das ist ganz toll, mit so Leuten arbeiten zu dürfen. Und ja, man muss unbedingt in manchen Dingen radikal sein, um am Ende, wenn es dann mal fertig ist, wieder so einen sehr einfachen, leichten Vortrag über die Schönhauser Allee zu halten, nämlich die Blumen blühen im Tiefhof. Ja. Das, ja. Ja, wahnsinnig. Also wer möchte etwas sagen? Und dann bin ich ja auch raus. Ich würde wahnsinnig gerne auch Verena fragen, weil Verena hat sehr, sehr geguckt auf die dreieckigen Häuser in der 50er-Jahre-Siedlung. Die kannte ich schon. Ich kannte sie schon. Außerdem bin ich im Nachbarvorort von Hamburg aufgewachsen. Also ich würde sagen 700 Meter von dort. Wedel grenzt an Rissen und Rissen ist der Vorort von Hamburg, in dem ich groß geworden bin. Wir haben uns schon darüber intensiv unterhalten. Thomas? Das stimmt, ja. Haben wir. Aber ich kann natürlich gerne was sagen. Also es war wirklich eine Freude, dir zuzuhören und wir kennen uns ja wirklich schon sehr, sehr lange. Stimmt's? Absolut und ich bin sehr glücklich darüber. Ja, ja, ich auch. Wie lange kennen wir uns? Wir kennen uns jetzt, ich würde sagen, 30, fast. Ja, nicht ganz. Also ich würde sagen 1993. Und ich kann mich genau an den Moment erinnern, in dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Das kann ich mal für alle kurz erzählen. Also ich war Assistentin an der UdK, damals HDK. Ich habe mit Adolf Krischanitz zusammengearbeitet. Und Thomas bewarb sich für ein Entwurfsprojekt. Man musste sich bewerben, weil wir hatten so Zettel, da konnte man sich so eintragen in Listen und dann haben wir die so eingeladen zum Interview. Wenn ich mir das heute vorstelle, sowas machen wir gar nicht mehr. Haben wir aber gemacht. Und Thomas hat sich mit einem Leporello beworben, das er in London gemacht hatte an der Bartlett School. Muss mich korrigieren, wenn ich es falsch erinnere. Ja, ich muss meine Erinnerung jetzt ein bisschen strapazieren. Aber er bewarb sich mit einer Arbeit und wir hörten zu. Und die Arbeit entfaltete sich, weil es handelte sich um ein Leporello und es war eine Geschichte. Und es wurde immer größer, 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 größer. Und daran habe ich mich heute ein bisschen erinnert, weil dieses Geschichtenerzählen, ja, das hast du wirklich aus deiner Studienzeit in deine Selbstständigkeit und ich meine, mittlerweile handelt es sich um ein ziemlich großes Büro mitgenommen. Und dass du da dran geblieben bist und dass du diese Geschichten anreichern konntest und weitererzählen und auch durch die Reisen, die heute nicht so in Erwähnung, also nicht so Erwähnung fanden, aber die ja also fast wie so eine Art zweite Ebene in die Projekte hineinkommen, also die persönlichen Erlebnisse oder auch die geteilten. Wir haben ja auch die eine oder andere Reise gemacht, auch schon länger her, aber egal. Und die Bilder, die man mitnimmt und die Erfahrungen und die zu diesen präzisen Ortsbeschreibungen eigentlich wie so eine zweite Erzählung dazukommen, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es genau so ist, aber mehr oder weniger, das ist wirklich sehr faszinierend. Und ich glaube, dass du damit auch deine Bauherren sehr toll ansprechen kannst. Denn manchmal kommt ja was ganz anderes heraus, als dass die Bauherren
an dich herangetragen haben, wenn sie ein einfaches kleines Haus wollten oder mit sehr, sehr wenig Geld an dich herangetreten sind? Also nicht, dass es dann sehr viel teurer wurde, aber es wurde sicherlich ein bisschen anders, als sie sich das vorgestellt haben. Und ich finde das wirklich ganz toll. Also man kann das eigentlich so zusammenfassen, dass deine Architektur so sehr stark von Narrativen begleitet, wenn nicht sogar geleitet wird. Und das finde ich eine große Besonderheit, die ja auch, also auch noch irgendwie so einen anderen Raum eröffnet, nämlich den, wie sprechen wir eigentlich über Architektur? Also wir produzieren Bilder und entwerfen Räume, aber wie können wir eigentlich diese Projekte auch zu so kollektiven Ereignissen machen? Also kollektiv in dem Sinne, dass es Gespräche gibt zwischen Bauherrn und Architektin oder Architekt, aber kollektiv auch, indem es die Vorstellung gibt, dass man dort viele Leute hineinlädt. Und selbst, ich war auch dem einen oder anderen Preisgericht, bei dem wir über deine Projekte juriert haben, also selbst die Kollektivität, die entsteht, wenn man die Projekte anguckt und sie bespricht, das ist auch ein interessanter Raum. Oder wenn man sie heute bespricht, das ist eigentlich das allerbeste Beispiel. Also wir hören dir zu und sprechen darüber und denken die Dinge weiter. Und ja, das ist eigentlich so das, was ich sagen möchte. Das finde ich sehr besonders und das hat sich heute auch nochmal wieder sehr stark bestätigt. Ja. Vielen Dank dafür. Dirk, was denkst du? Ich kann das alles so nachempfinden, was sie gesagt hat. Ich finde, es gibt so einen spannenden Moment, und da würde ich gerne mal wissen, wo der bei dir liegt eigentlich so, wenn man so Typologien nimmt oder so Dinge, die man vor Ort findet und dann anfängt, die so weit zu spannen, wie es nur geht, um auszuprobieren, was die aushalten und können, solche Dinge, wo dann so dieser Moment ist, wo man sagt, genauso ist richtig und wann das dann auch so kommt, wenn man es dann macht, das würde mich mal interessieren, wo das so bei dir liegt, wo man weiß, jetzt hat man das so rausgefunden, wie das sein muss an der Referenz, wo wir gearbeitet haben und dann tut man es ja eigentlich so mit der Freude, die du hast, so überspitzen so ein bisschen, aber gar nicht so viel, dass es nicht zum Witz wird, sondern so wirklich so eine schöne Geschichte erzählen. Das würde ich gerne mal wissen, wo bei dir der Moment so liegt vielleicht. Also ich glaube, es gibt Momente, die, also wie zum Beispiel der Muratori, den ich eingangs erzählt habe, der steht dann vor einem und man merkt, dass dieses Haus durchdringt diesen Moment, dass man das sehen darf. Und ich glaube, dass man ganz viele solche Momente hat, die man für sehr lang mit sich trägt. Und ich war ganz erstaunt, dass dieser Muratori auf Umwegen dann nochmal bei Ungers halt gemacht hat und man das zusammenknüpfen konnte, wo es zum Beispiel ein anderes Projekt, es geht, ich hatte vor ewigen Zeiten ein Buch, ich glaube sogar auf dem Krabbeltisch erworben, das hieß Berliner Lebenswelten, und es waren Fotografien von Martha Huth. Und die hat sozusagen kurz bevor die in dem Falle bürgerlichen Juden Berlin verlassen musste, deren Wohnung fotografiert. Unter anderem das Haus von Emil Lettré. Mhm. Und dieses Haus, das trägt man so ganz lang mit sich in den wenigen Fotos, die man davon kennt, von diesen Räumen, die es inne hatte, von der Person dieses nie kennengelernten Emil Lettrés, der Silberschmied war, dem Handwerk hingegeben, ein Bonbon möglicherweise, und sich ganz stark mit der Arts and Crafts Bewegung auseinandergesetzt hat, auch in den ganz wenigen Texten, die ich dazu finden konnte, fängt man an, sozusagen quer zu lesen, kommt auf andere Personen, Eduard Pfeiffer hat das Haus gebaut, auch da tun sich sozusagen so ein Puzzle auf von Gegebenheiten, wo man denkt, das berührt mich. Und ich glaube, man darf immer in diesen Momenten das zulassen, dass man sehr berührt ist
Und man weiß mitunter gar nicht vielleicht genau, warum. Und zum Beispiel das Schwarze Haus, ja, es ging um ein Siedlungshaus, ja, es ging um ein kleinstmögliches Budget, was wir hatten. Und die Entwicklung hatte sich zusammengesetzt aus Bildern, die ich zum einen lange mit mir rumgetragen hatte. Ich hatte davor Reisen sowohl nach China als auch nach Japan gemacht. Und im Himalaya auch dieses Bild, was Jörn Utzon skizziert hat, selbst erlebt, wie das funktioniert, was dunkle Räume ohne Wände mit der Landschaft machen. Und das waren Dinge, die zum einen da waren, die man plötzlich dort wiederfinden wollte und gleichzeitig aber übersetzen musste in der Typologie dieses Siedlerhauses. Und als es dann da war, mit seinen armen Giebeln, kam irgendwann dieser Zwang, dass wir oben ja Licht reinkriegen müssen in die Kinderzimmer. Und dann sind plötzlich irgendwann nochmal beim Arbeiten diese Barns mit den Lüftungshauben ins Spiel gekommen. Und das war eigentlich ein Riesenglück, dass ich die noch hatte als Bild. Und so ist das zusammengewachsen. Und das Nächste ist, wenn man dann baut und sich Partner sucht und bei den kleinen Objekten ja immer mit Handwerk zu tun hat und nie mit dem großen GU, gab es in der Uckermark auch noch das Glück, dass wir einen Fensterbauer gefunden haben mit einer uralten Maschine, der in der Lage war, eigene Profile zu fertigen. Die waren natürlich nicht zertifiziert, die haben kein EU-Recht. Und wir konnten da schaffen, dass unsere Flügel genauso breit waren wie die Fensterstiele, sodass man die tatsächlichen Öffnungsflügel von außen gar nicht ablesen kann. Und ich glaube, es gab dann so eine Lust an diesem Verfeinern von Details, aber immer auf so einer sehr armen Art und Weise. Wir hatten ein Parallelenprojekt für einen Tischler in ein Dorf weiter. Und da haben wir den Mittelteil des Hauses abgerissen und da habe ich zum ersten Mal die Dachkonstruktion gesehen, das war eine ehemalige Schlosserei, 84 gebaut, auch wirklich mit sehr primitiven Mitteln. Und die Dachkonstruktion war ein Nadelbinder. Ich war noch nie vorher mit Nagelbindern in Berührung gekommen. Und die waren so, so schön. Ich dachte, wir müssen unbedingt die sichtbaren Konstruktionen wiederum aus Nagelbindern machen. Und das, ich glaube, wenn man bei diesen Häusern, die ich glaube, jetzt ein Büro gar nicht mehr tragen könnte, sondern weil man die als Alleinperson, sozusagen ohne Stunden zu zählen, einfach mit viel Leidenschaft machen durfte, hatten auch die Chance, so speziell zu werden. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, wenn man heute entwickelt und möchte sich diese Art des Arbeitens bewahren, braucht man fast einen Kontrolleur hinter sich, der einem irgendwann auf die Finger haut, kein weiteres Foto, kein weiteres Buch, sondern es ist einfach eine Frist abgelaufen, in der man diese Idee auf den Punkt bringen darf. Das könnte ein jetzt natürliches Ende sein, was einen sozusagen zwingt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie beantwortet habe, aber ich glaube, das ist es. Und diese frühen Projekte, die waren eben zu Ende, als die Leute eingezogen sind. Kann ich was sagen? Hört man mich? Ja. Ja, ich glaube, Thomas, dass das Phänomen von Handwerk und Industrie, ne, trifft auch auf dich zu. Also du musst, glaube ich, Handwerker bleiben und damit hast du ein gewisses Maß an Produktionskapazität sozusagen. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Ich glaube, man muss beides. Man muss auf jeden Fall den Dialog führen zwischen Handwerk und Industrie, weil man kann nicht nur mit dem einen oder nur mit dem anderen. Und ich glaube, dass auch die Industrie, so zumindest das Feedback, sehr interessiert ist, auch Dinge zu vereinfachen, weil die sich selbst so ein bisschen ins Ausgeschossen haben mit ihren Monopolen und Zertifizierungen. Und wir machen im Moment tatsächlich gute Erfahrungen, was die Entwicklung von Produkten ist mit groß aufgebildet. Nee, ich meine auch gar nicht, hört man mich?
Ich meine nicht die Produkte, sondern ich meine du als Büro, glaube ich. Also. Ihr seid ein Handwerksbetrieb, Wasser. Und wenn du in die Industrieproduktion gehst, dann wirst du das immer mit dem Know-how des Handwerksbetriebes machen. So glaube ich. Ich habe ja sogar gedacht, dass die Aluminiumfliesen, dass die von der Firma, ich weiß nicht, ich habe so einen Katalog von denen, dass die ein Industrieprodukt sind. Ich habe das gar nicht gesehen, dass die sich vergrößern. Ich habe das auch noch nie in echt gesehen, das Haus. Aber ich fand Dirks Frage ja auch ganz spannend. Und du hast sie, das Tolle ist ja, dass Thomas die gleiche Geschichte nochmal erzählt hat, leicht verschoben. Und sie war, es war sozusagen anders zu dem, wie das Schwarze Haus zum Beispiel entstanden ist. Also nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Und es hält von überall. Aber der Anfangssatz war eben der, woher holst du so die Bilder? Naja, da hat mich was berührt. Und hier, ich habe das beim Schwarzen Haus alles mitgeschrieben. Um ein Haus in der Uckermark zu bauen, da muss man eine Zeichnung eines dänischen Architekten von einem japanischen Haus, was einmal berührt hat in einer eigenen Reise, und das Siedlerhaus der Uckermark und ein Barn aus Texas. Und ich hatte noch was anderes dazu geschrieben, weiß nicht mehr. Das muss man alles so nehmen und dann ergibt es die Form. Und das Tolle ist ja, dass der magische Moment ist ja eben der, berührt zu werden. Ne? Das ist ja etwas, das kann man üben, finde ich. Also an einer Universität zum Beispiel. Man kann ja durch Übung sich sensibilisieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel hört, dass Thomas Kröger durch Nagelbinder so berührt war, der Anblick von Nagelbindern, so dachte ich, oh, das muss ich tun. Und soll ich dir was sagen, ich habe Zimmermannsausbildung vor der Universität gemacht, im Praktikum, aber lange. Und ich habe viel mit Nagelbindern zu tun gehabt. Und die haben mich damals null berührt. Ja. Würde ich sagen, sehe ich das mit den Augen von Thomas, ne? Und denke, oh, was für ein Phänomen. Ich muss etwas daraus machen. Und diese Art, berührt zu werden, ist natürlich, also wenn sie mit der Fähigkeit, es umzusetzen, einhergeht, dann ist das ganz leicht. Aber mich würde es schon noch mal sehr interessieren, also zum Beispiel, was ich wirklich, wo ich echt denke, na, ob das wohl so stimmt, dass ihr nur viermal vor Ort wart, bei dem Haus an der Nordsee und das mit einer Webcam gebauleitet hat. Wir hatten letzte Woche eine lustige Diskussion über Bauleitung. Dirk, gucken. Also das ist natürlich schon, das ist krass. Das würde ich gerne noch mal wissen, ob ihr da so magisch also seid. Also, du musst ja schon, also um diese Bilder so durchzusetzen, sagte Dirk ja auch, ne, das kann so leicht nicht sein. Wie habt ihr das gemacht? Also dazu muss man sagen, wir hatten wirklich sensationelle Bauherren, extrem entscheidungsfähig. Diese Bauherren hatten nicht nur die Lust und die Leidenschaft, sondern tatsächlich auch die Zeit, das zu begleiten. Und über Fotos und Webcam, Pia Brückner bei mir im Büro hat das Projekt gemacht. Die haben natürlich täglich telefoniert. Dann ging die Zeichnung hin und her. Es wurde wieder mit dem Foto dokumentiert. Und insofern war das zu handeln, weil wir auch dort tolle Handwerker hatten. Wir hatten einen super Bauunternehmer, der extrem ehrgeizig war. Und es war eines der schnellsten Projekte, die wir je gemacht haben. Und man sieht es vielleicht an den Fotos, die sind wirklich sehr glücklich da. Und haben sich dieses Haus auch mit eigenen Händen in Teilen selbst gebaut. Also alle Dielen haben sie selbst gemacht, das Regal selbst gebaut. Und also wirklich, und dann hat man einfach eine große Hingabe und Lust, auch das mit ihnen zu entscheiden und diese Bauherren auch zu führen. Und wenn es um die Auswahl des Sofabezuges geht und also es ist dann so in Gänze eine Begleitung, aber so rasant schnell und so entschieden,
dass man das auch leisten kann. Aber darf ich mal kurz was fragen? Es gibt ja auch Bauherren, die genau, also hier ist irgendwas Komisches, die genau diese Eigenschaften nicht haben. Es gibt ja auch die Bauherren, die sich überschätzen, die sich verkalkulieren, die ihre Möglichkeiten nicht richtig einschätzen können. Wie gehst du mit denen um? Die gibt es ja auch, nicht? Die gibt es auch. Das ist ein, würde ich sagen, ungleich schwierigeres Feld. Mhm. Aber oftmals, würde ich sagen, sind es nicht die Kriterien der Bauherren, sondern das Kriterium der Gesamtgemengelage. Also wenn zum Beispiel man bei diesen kleinen Projekten, kann man das vielleicht noch handeln. Bei größeren Projekten macht man gar keine Bauleitung mehr. Okay. Wir machen das nicht, wir haben eine externe Bauleitung. Klar. Wir binden die Bauleitung immer schon in Leistungsphase 2, also schon in den Vorentwurf ein. Das ist auch sozusagen die Kostenverantwortung auf der Bauleitungsseite. Das machen wir auch so. Mhm. Weil das den großen Vorteil mit sich bringt, dass man am Ende der Ausführungsplanung nicht jemanden vor sich hat, der sagt, du, das... So geht das nicht. Das hätten wir alles ganz anders gemacht. Ja? Okay. Sondern wir sind mit im Prozess drin. Es gab in den letzten 5 Jahren eine wirklich exorbitante Entwicklung auf dem Baumarkt, was die Kosten anbelangt hat. Und natürlich sind wir mit Projekten und Bauherren da auch enorm ins Schlittern geraten, weil die Details, die wir entwickeln, immer sozusagen auf Zeichnungen basierend gedacht sind. Das funktioniert eben nicht mehr, wenn da 2 Zentimeter Toleranzen auftreten. Und auch das mussten wir ziemlich lernen, dass wir eine Großzügigkeit mitdenken müssen, nicht nur beim Planen, sondern beim Umsetzen. Und wir sind dann darüber eingegangen, irgendwie das Doppelte an Mustern zu machen, um wirklich den Handwerker oder sicher zu sein, dass Handwerk, Baustelle auch irgendwie konform gehen kann. Ja, es gibt immer schwierige Situationen. Trotzdem sind wir diejenigen, die diese Situation immer lösen müssen. Unabhängig davon, ob wir gar nicht sozusagen beteiligt sind im Baustellenprozess. Mhm. Am Ende muss man die Situation lösen. Und ist sicher nicht immer ohne, und ich bin auch bei einigen Projekten froh, wenn sie dann wirklich dann mal bezogen sind und fertig sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Darüber einen Vortrag zu halten, wäre auch mal interessant. Was sind eigentlich die Dinge, warum man sich gut überlegen sollte, diesen Beruf auszuüben? Diese Gründe gibt es auch. Und ich glaube, dass solche Momente wie heute, wenn man zeigen darf, womit man sich eigentlich Tag ein, Tag aus quält und das so wie, oder du sagst, so lässig daherkommt, es ist ein enormer Aufwand, ein enormer Kampf, den man eigentlich führt, nicht nur gegen andere, auch gegen sich selbst, auch sozusagen kompromissbereit sein zu müssen an Stellen, wo man keine Kompromisse eingehen möchte. Ich habe mich früher mal gefragt, wieso darf man eigentlich bauen, wenn man 28 ist? Warum ist es nicht möglich, mit 30 das erste Hochhaus zu bauen? Und ich glaube, ohne jetzt zu altbacken klingen zu wollen, ja, ich glaube, man muss ganz schön einen langen, beschwerlichen Weg hinter sich bringen, um auch umfassend sich selbst zu schützen, um so eine große Sache machen zu wollen. Und diesen Selbstschutz hat man, glaube ich, mit 28 nicht und hätte ich auch nicht gehabt und möglicherweise auch nicht die Beschichtung, die man sich zulegt im Laufe der Zeit. Man muss gut durchhalten können. Und damit meine ich nicht nur die Diskussion oder die Verliebtheit oder das Detail. Nein, man muss auch wirtschaftlich in der Lage sein, das auszuhalten und durchzustehen. Und das steht in keinem Verhältnis
zu dem, was wir hier machen. Und ich finde es sehr lustig, und weil jetzt auch möglicherweise viele Studenten zuhören, wir führen ja auch Bewerbungsgespräche, und ich finde es wirklich krass, wenn talentierte Leute kommen, wo ich mich total freue, und dann ist die zweite Frage, und wie ist das eigentlich mit der Urlaubszeit? Und die erste, danach kommt das Gehalt. Das kann man, glaube ich, schon fast so sagen. Ich bin verblüfft, dass nicht die erste Frage ist, an welchem Projekt darf ich denn eigentlich arbeiten? Und man wird auf gar keinen Fall in so einem Büro einen Job machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man in so ein Büro geht, um ein Projekt zu machen. Und dieses Projekt hört einfach nach 8 Stunden nicht auf. Und wenn man das möchte und das liebt, dass man wirklich, und nicht in 5 Monaten, sondern möglicherweise in 5 Jahren, was verdammt viel Lebenszeit ist, etwas umsetzt, wo man irgendwie beteiligt war und was man gelebt hat, dann ist man, glaube ich, wirklich richtig aufgehoben. Wenn man meint, es muss alles schnell gehen und dann habe ich auch noch x andere Sachen zu tun und dann ist es bitte auch aus dem Kopf. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, wie das eigentlich funktionieren soll. Und ich würde mir ganz doll wünschen, dass es dieses Brennen, dass das fast eine Voraussetzung ist. Und ihr müsst eure Lehrer alle ausquetschen wie Zitronen, ja, dass ihr wirklich an das kommt, was ihr so finden könnt, um zu entscheiden, ob das so ein Weg sein kann, den man gehen möchte und der nicht so heiter vielleicht daherkommt wie ein Vortrag, sondern der wirklich auch schwer ist und steinig. Und dann macht es auch irgendwie wieder ganz toll Spaß. Ja, es ist ja also zum Beispiel auch so, dass du hast ja auch keinen Instagram-Account, ne? Aber dass ja die Leichtigkeit deiner Projekte wird ja schon, die hat sich ja, finde ich, schon verlagert in so eine Bildwelt, die Studierende benutzen in Entwürfen, die ganz leicht erscheint. Deswegen, finde ich, kann man jeden mal zu Thomas Krüger, können Sie, ab morgen habt ihr 100 Praktikanten, den bitte so lernen, welche Arbeit dahinter steckt. Ne? Ich habe, gibt hier noch eine Zitrone, die sich Dirk Bayer hat mir geschrieben, Johannes möchte etwas sagen. Ist das Johannes Modersohn, der sich nicht traut, was zu sagen? Nein, ich wurde stumm geschaltet. Wir wurden von rausgeschaltet. Weil wir irgendein Echo verursachen. Hört ihr mich? Ich war auch stumm, ja. Hört ihr mich? Ja. Ja, weil irgendwie wurden wir ausgeschaltet. Ich wollte was sagen, aber dein Host hat uns einfach stumm geschaltet. Das ist mir noch nie passiert. Hallo, Thomas. Das kann immer passieren. Ja, da kam erstmal die ganze Zeit. Da kam die ganze Zeit ein Echo zurück, deswegen habe ich es stumm gemacht. Kein Problem. Geht es denn jetzt ohne Echo? Es geht prima. Also Thomas, erstmal tausend Dank für diesen wunderbaren Vortrag, weil das hat wahnsinnig Spaß gemacht, dir zu folgen, in deine Projekte zu gehen. Diese Präzision, die du an den Tag legst, ist wirklich atemberaubend. Nicht nur entwurflich, auch in der Ausführung nachher. Das fragt man sich, wie geht das? Ja? Wie kriegt man das hin? Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du jetzt in größere Projekte und in die Industrieproduktion einsteigst, weil wenn wir diese Präzision und Detailliebe endlich in den Industrieprodukten wiederfinden, dann werde ich nur noch TKA-Produkte verwenden. Weil das große Problem ist natürlich tatsächlich, was du ja auch sagst, hast es ja gerade eben alles umfassend geschildert, wo die Probleme liegen und wo man sozusagen als Architekt sozusagen einerseits brennt man oder man muss brennen für die Architektur, dann hast du aber diese Bauherren. Und wenn es eben dann nicht nur die privaten Bauherren sind, die man sich ja auch nicht backen kann, sondern die sind ja auch oft schwierig. Und wir haben deine Bauherren lustigerweise, die dieses ostfriesische Haus da
mit dir gebaut haben. Die haben wir ja auf dem Bauherrin auf dem Dammabend getroffen. Und die waren so begeistert von dir. Das war eine Freude zu erleben, wie die über dich geredet haben und überhaupt die Arbeit und wie sie das erfunden haben. Du hast sie mitgenommen. Das ist total klasse, weil man so direkt sozusagen mit seinen Bauherren ein 1:1 wird. Ja? Und das ist in dem Projekt ja noch toller. Das wusste ich nicht, dass sie auch noch die Bauleitung gemacht haben. Also das ist ja geradezu absurd. Und wir versuchen das auch. Und das Problem ist eben, wenn du eben jetzt mit größeren institutionellen Bauern arbeitest, dass man das eben, dass das nicht verloren gehen darf. Und das ist die Gefahr natürlich unglaublich groß. Und das erleben wir auch immer wieder, wenn du dann irgendwann mit der Grotgruppe baust, bist du auf einem ganz anderen Terrain unterwegs. Und dass du da versuchst, sozusagen diese Qualitäten, die man sozusagen aus dieser Idee heraus entwickelt, dass man die transportiert, vielleicht auch in solche Gefilde. Und das muss klappen. Und da, du bist jetzt ja auch am Start und machst diese großen Projekte. Aber ich meine, wie Oda sagt, dass einer da den Hof ausgräbt und da einen Tiefkeller einbaut, das ist schon auch ein bisschen Irrsinn. Und das ist das Tolle an dir, dass dieser Irrsinn, dass du den umsetzt. Das ist wirklich absolut beeindruckend. Also es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht. Also du musst bitte deinen Sturm und Drang behalten und die Leute anstecken damit. Also mit Studierenden schafft man das doch eigentlich auch und dann musst du es mit Bauherren auch schaffen. Und ich bin übrigens losgelaufen, weil ich ja jetzt ein Jahr lang in Bologna auch war und habe mir dieses Saverio Muratori Buch aus meinem Fach hinten geholt. Ach, kennst du das? Weil Saverio Muratori ist großartig und gibt davon noch einige andere tolle Italiener der Nachkriegsmoderne, die das Studieren auch lohnen. Macht total Spaß und freut mich, dass du da auch so eingetaucht jetzt bist. Jetzt hat Oda auch ein Buch geholt. Ja. Haben wir auch. Moment. Okay, alle, die es haben, halten es jetzt vor. Hört man mich? Ja, man hört dich. Ja, total, Gregor, ich muss es mal so machen. Ich bin total traumatisiert. Aber ich glaube, dass um Thomas müssen wir uns keine Sorgen machen. Und wenn der Hof in der Schönhauser 8 wieder verschlossen ist, dann mache ich mir auch um die Schönhauser, ich wohne auf der Schönhauser Allee, muss man wissen, mache ich mir um die auch keine Sorgen mehr. Ist so, du kannst rein. Ich weiß ja, dass alle Leute, die jetzt hier zuhören und nicht mit dem mit der Kamera angeschaltet zuhören, ne, dass die dir wahrscheinlich auch gerne eine Frage stellen würden. Aber ich kann nicht Leute ansprechen, die ihre Kamera nicht anhaben, weil es dann so peinlich ist. Die antworten dann nicht und so, ne? Deswegen frage ich immer die gleichen an. Aber wer würde denn gerne noch was sagen? Nee, Armin Pop nicht, bitte. Los, mach's, frag was. Na gut, ich breche einfach mal den mittlerweile entstandenen oder die Differenz zwischen den Professorinnen und uns Studierenden. Und ich muss mich in erster Linie auch erstmal bedanken. Es war jetzt seit langem mal wieder, bin ein bisschen ausgestiegen dieses Semester und es war seit langem mal wieder ein Vortrag aus der architektonischen Sicht, aber was mir viel mehr Spaß gemacht hat, und es wurde auch schon zu oft erwähnt, aber es wäre falsch, es nicht wieder zu erwähnen, diese Emotionalität, die wirklich von Minute 1 an den Tag gelegt wurde von Ihnen, war einfach packend und ihre Rhetorik hat ihre Bauwerke ebenso gut beschrieben. Also man hätte die Augen schließen können und es wären ähnliche Bilder entstanden, wie die man gesehen hat. Und eigentlich am schönsten fand ich, dass eben diese Form von Gefühlen, die sie mitgetragen haben, eigentlich von vornherein auch angeregt haben, mitzudenken. Ich glaube, einer ihrer ersten Worte waren unsinnig. Ich glaube, Frau Pelmke hatte das als irrsinnig jetzt nochmal beschrieben, aber es war tatsächlich unsinnig. Und sofort habe ich überlegt, ja, was meinen Sie denn mit unsinnig? Und wo ist denn die Architektur bei uns unsinnig? Bin dann so weit gegangen, dass ich die Frage gestellt habe, oder eine Frage formuliert habe, die ich Ihnen stellen wollte, für wen baut man was, weil das so sich dann entwickelt hatte. Und Sie haben das einfach direkt in Ihrem Vortrag beantwortet. Also von meiner Seite gibt es gar keine Fragen. Natürlich die ein oder andere kleine vielleicht, aber es wäre doch eigentlich auch schade, wenn es nicht offene Fragen weiterhin geben würde.
Dennoch, jetzt habe ich so viel erzählt und ich glaube, vielen ist es bekannt, dass es bei mir so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn aus unserem Studierendenpublikum die eine oder andere Frage doch noch käme. Ja, reicht es Ihnen, Frau Pemke? Also ich finde das sehr angenehm, kurz gehalten. Ich finde, Sie haben das total wunderbar geschafft, dass wir von Problemen, Gewährleistungsverpflichtungen und Industrie die Normen wieder eigentlich zurück auf die blauen Libellen kommen und auf die Leichtigkeit, weil natürlich Thomas, also das sozusagen, dass also die Fähigkeit, eben diese Ebene in den Projekten zu halten, obwohl ein Riesenbüro und alles Mögliche an Druck dahinter steht, das finde ich schon exorbitant. Und dass du hast es, ich habe auch das Interview mir angehört, das du mit Katharina Benjamin von Contextor geführt hast. Und da hast du, ich habe glaube ich nicht irrsinnig gesagt, Armin Popp, ich habe in meinem ganzen Leben das Wort irrsinnig noch gar nicht benutzt. Ich hab nur Herrn Modersohn rezitiert, der sie zitiert hatte. Ich bin nicht Herr Modersohn. Sorry. Ja, natürlich, ich kann aber, es war natürlich jetzt eine Korrelität, die gar nicht gegeben war, aber gut, dann korrigiere ich das vielleicht auch mal. Nee, kein Problem. Also aber auf jeden Fall das Wort, das nämlich Thomas Kröger verwendet in dem Interview mit Katharina Benjamin, da sagst du nämlich mal, ob Obsession. Also man muss sich von seinen Bildern, muss seinen Bildern leiten lassen, man darf seine Bilder und Obsessionen verwirklichen. Und das ist natürlich, da kann man als Psychologin schon auch genau hinhorchen. Also ich denke schon, ne, dass diese Obsession notwendig ist. Und dass man, finde ich auch, was du gesagt hast, die kann man auch von jedem verlangen, meiner Meinung nach. Von jedem, der den Anspruch hat und jeder gute Sache, ein gutes Werk, ein Werk. Nicht einfach zu bauen, sondern ein Werk. Ich glaube das auch. Ich glaube aber trotzdem, man muss es auch vermitteln können. Und es gibt eine große Abhängigkeit davon, auf welche Ohren man trifft. Und ich glaube schon, dass man am Ende dieses Haus natürlich mit den Bauherren zusammenbaut, unabhängig vom Maßstab. Und jetzt auch die größeren Projekte oder auch die Sachen, wir bauen jetzt gerade für Euroboden einen wirklich getriebenen Projektentwickler, der mit Fleisch und Blut liebt, was er macht. Und das ist ganz toll, mit dem ein Haus zu entwickeln und zu bauen, wo man sich gegenseitig auch so ein bisschen fast bremsen muss. Und in solchen Zusammenarbeiten, das macht es dann auch große Freude, das dann auf den Punkt oder zu Ende zu führen. Jetzt hatte sich hier per Chat eine Frage gestellt von Gabriele Kiefer, die sagt, ist das nicht total traurig, dass man, wenn das Büro wächst, man sich diese kleinen Projekte nicht mehr leisten kann und oder dass man es nicht mehr machen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht zu pauschal. Ja, man kann noch kleine Projekte machen, aber nicht mehr für die Honorierung, für die man das vielleicht gemacht hat, als man zu zweit oder zu sechst war. Weil man sie nicht mehr in der Form begleiten kann, weil einfach wenn der Apparat etwas wächst, man im Grunde für kleinere Projekte mehr Budget benötigt und teurer wird. Und dann, finde ich, macht dieses kleine Projekt vielleicht nicht für dieses Büro dann so viel mehr Sinn. Dafür gibt es ja dann ganz neue Generationen. Und im Grunde sind die Bauherren dann die richtigen, die mir vor 15 Jahren vertraut haben, sind jetzt sozusagen die Bauherren, die der nächsten Generation vertraut. Und auch die muss unbedingt tolle Sachen machen, damit das Rad weitergeht. Und ich glaube, dass man sich im besten Sinne dann auch gegenseitig beflügelt. Also diese Generationen meine ich, und dass sie nicht immer so abgeschlossen und so gedeckelt sind. Ja.
Dafür gibt es ja auch ganz tolle Beispiele. Also was du jetzt gerade gesagt hast, kann man ja zum Beispiel an der Uckermark auch ganz gut sehen, weil da ist ja bereits die nächste Generation mit kleinen, feinen Projekten unterwegs. Und ich beobachte das auch und ich finde, es ist genau richtig, was du gesagt hast. Das ist auch gut so, oder? Ja, unbedingt. Ja. Hallo? Hört man uns? Ja. Wir würden auch gerne kurz was fragen. Also erstmal ganz kurz, ganz großes Lob an die Vortragsreihe. Also die Vortragsreihe versüßt uns hier den zweiten Corona-Lockdown. Ja, total. Wir fiebern hier auf Mittwoch hin. Das ist wirklich eine total schöne Atmosphäre. Schade, dass es schon die letzte Runde ist. Ja. Das jetzt mal so an, ganz kurz und vorne auch weg. An den Vortrag. Wir haben zwar etwas zu spät dabei gewesen, aber das, was wir gehört haben, war ganz toll und besonders die Fragerunde auch. Also es hat uns aus der Seele gesprochen zum Teil, was Sie geantwortet haben. Und, ja, ist auch sehr, sehr motivierend, also gerade wenn man am Anfang steht. Das sind super, super Worte. Eine Frage haben wir, die uns eingefallen ist. Also wir saßen vor einiger Zeit zufälligerweise in einem Gulfhaus in Ostfriesland und es ging darum, den umzubauen und eben Konzepte zu entwickeln und dann haben wir uns ihr Projekt angeschaut und ich habe es jetzt leider gerade nicht da, uns ein total super tolles antiquarisches Buch, das Gulfhaus, gekauft. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es auch. So ein kleines dunkelblaues Büchlein und haben uns dann so ein bisschen in die Tiefen der Typologieforschung begeben und während wir so ihr Projekt, also das, wir haben es jetzt eben verpasst, aber wir kennen es, das haben Sie ja vorgestellt, angeschaut haben, ist uns so aufgefallen, beim Zerlegen irgendwie ihres Entwurfes, nenne ich es jetzt mal, bei der Analyse, hatten wir so das Gefühl, dass sie so ein bisschen wie so eine Art die DNA des Gebäudes geknackt haben, also der Typologie. Ist es so gewesen? Ist es so der Entwurfsansatz gewesen? Oder, also grundsätzlich arbeiten sie ja sehr typologisch, sehr kontextuell. Ist das so, dass sie sich so historisch damit befassen? Oder wie funktioniert das bei Ihnen im Entwurf? Also insbesondere bei dem Haus war es so, dass die erste Reise nach Ostfriesland war mit dem Wunsch verknüpft, ein Gulfhaus zu sehen. Und dann haben die Bauherren gesagt, ja, das kriegen wir hin und da gibt es nämlich ein Museum und da fahren wir hin. Und dann haben die mich vom Bahnhof abgeholt und dann war die erste Station eben dieses Museum. Und auf dem Weg zu dem Museum sind wir wirklich nonstop an Gulfhäusern vorbeigekommen, von unterschiedlichsten Formaten, teilweise Ruinen. Und ich sagte, Mensch, ist ja alles voll mit Gulfhäusern. Ja. Und dann meinte der Jan Steenblok, ja, also es sei ihm auch ganz komisch zumute, weil sie dachten, eigentlich gibt es nur dieses Museum und jetzt gibt es doch ganz schön viele. Und das war privat geführt, die haben die Tür aufgeschlossen und das Erste, was wir gesehen haben, waren sozusagen diese Gulfe, die aneinandergereiht waren mit dieser Wahnsinns Holzbinderkonstruktion und es war so ein toller, fantastischer Raum, dass ich im Grunde nur mit diesem Bild wieder nach Hause gefahren bin und dachte, wie schafft man denn das überhaupt wir haben insgesamt 150 Quadratmeter in dem Haus, eben auf diesen drei Etagen, wie schafft man das eigentlich auf 80 Quadratmeter zu bringen? Und auch da darf ich jetzt ja alles sagen oder muss ich ja alles sagen, kam mir einfach zu Hilfe Katsuro Shinohara mit seinen wirklich verhältnismäßig kleinen Räumen und diesen sehr starken Konstruktionen, die diese Räume dominiert haben. Und weil ich einfach so ein großer Fan auch von dessen Arbeiten bin und gar nicht nur diesen späten, sondern auch insbesondere den frühen Arbeiten von Shinohara, hat sich der sozusagen als Übersetzungsmodus eingeschlichen. Wie geht man eigentlich konstruktiv in einem kleinen Raum um, mit dieser Intention, diese Hallenwirkung zu haben? Also es ist ja nie irgendwas in Reinform eingesetzt. Es ist nie irgendwas in Reinform eingesetzt, aber es sind sozusagen immer Einzelteile, die man beim Entwickeln des Entwurfs
umsetzt. Und die Idee war aber eigentlich, diese Hallenkonstruktion zu übertragen. Sehr gut gelungen. Gefällt uns sehr gut, ja. Ja, vor allen Dingen, weil man so schön auch den Kontext ablesen kann. Also das ist ja eine super Weiterentwicklung. Also, und auch die Transformation der Typologie, die ja ursprünglich für was völlig anderes gedacht war, eine ganz andere Nutzung zugeführt wurde, ist jetzt eigentlich unserer Meinung nach ein tolles Beispiel für eine regionale Baukultur, die fortgeschrieben wird. Ja, regional, also japanisch regional. Voilà. Weißt du, was mich fertig macht gerade, Thomas? Ich habe gedacht, ich muss jetzt mal gucken, ist das am Anfang oder am Ende von Shinoharas Werk? Und weißt du was? Hier, der Z, das ist markiert. Und es ist so, dass ganz früher in den 90er Jahren, da sind diese Post-its erfunden worden. Wenn ältere Leute wissen, dass es eine Zeit gab, da gab es noch keine Post-its. Wer kann sich erinnern? Ich. Und dieser Post-it klebt da seitdem. Und das habe ich ganz vergessen. Und ich habe daran gedacht, als du dein Projekt gezeigt hast, weil ich wusste das nicht, ich kannte das nur von außen, das Projekt. Mhm. Du. Und dann stehst du ein Post-it. Also für alle anderen, wenn sie mal ein Projekt haben an der Nordseeküste, immer schön bei Shinohara nachgucken. Da hört man mich? Ich hoffe. Ja, man hört dich gut. Also ja, toll. Die beiden freut mich sehr. Ist trotzdem vorbei jetzt. Wisst ihr was? Es ist 21.05 Uhr. Ich weiß nicht. Können wir mal alle die Kamera anmachen? Nee, Johannes, nur du beendest das hier nicht, nur weil du Hunger hast. können wir alle, Thomas, willst du noch weitermachen? Also nur, wenn es noch Fragen gibt. Ja, eben, ich will dich aber jetzt hier nicht abwürgen. Ich habe den Chat immer nicht so gut im Griff, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, vielen Dank für den tollen Vortrag. Lars Hopstock, wo ist er denn? Nee, Sie sind nicht Lars Hopstock. Lars ist schon raus. Lars ist raus, siehst du? Der musste raus. Also auf jeden Fall, wenn du mal einen wirklich guten Landschaftsarchitekten brauchst, Lars Hopstock. Ich würde jetzt sagen, wer sich traut, macht die Kamera an. Und muss man aber auch nicht. Und ich würde dann, das ist eigentlich so unsere übliche Zeit, versuchen, nicht so emotional zu sein. Das überlasse ich gleich Dirk Bayer als Schlusswort. Thomas, es haben ja auch andere schon gesagt, guck mal, jetzt gehen die Kamera. Ich danke dir so sehr, dass du, der du so viel zu tun hast, zugesagt hast, hier für sozusagen fast umsonst den Abend mit uns zu verbringen. Das ist, glaube ich, hier Konsens. Und ich nutze das auch in dem letzten Vortrag, dass auch den gleichen Dank an Jörg Leser, Katharina Benjamin und Helga Blocksdorf zu verteilen. Und ich finde, dass diese vier Positionen sich in meiner Wahrnehmung zu einer Erweiterung meiner selbst verdichtet haben. Und du hast alles erfüllt, was ich mir gewünscht habe. Und ich hoffe, dass dir das auch Spaß gemacht hat. Ich glaube schon. Und wir sind auch wirklich das so. Und jetzt komme ich nämlich zum nächsten Punkt. Dann bedanke ich mich nämlich bei Fatuk. Bei mir sitzt jetzt hier Antja Stober neben mir links und sie hat einen Fatuk-Hoodie an. Das ist unsere Fachschaft. Die sind so großartig. Die sind auch voller Obsessionen, glaube ich. Und ohne die Fachschaft würde das hier auch so nicht laufen, dass wir das schaffen in dieser Corona-Zeit. Auch die muss erwähnt sein. Ich finde, das ist so ein bisschen auch diese Arbeitsweise, ne? Zugewandt sein, sich interessieren und was draus machen. Ich finde, dass die diese Vortragsreihe nicht schlecht getan hat. Eigentlich würden wir jetzt wahnsinnig nett im Schwarzwald, wollte ich gerade sagen, im Pfälzerwald,
eine Wurst essen, das ist auch schön. Aber jetzt hier, das ist auch schön. Und dass auch Leute sich zuschalten, die ich persönlich noch gar nicht gesehen habe. Und ganz toll. Und Verena zum Beispiel wäre jetzt auch nicht bei der Wurst dabei. Ich wäre nicht in Kaiserslautern. Das hat schon Johannes heute Morgen gesagt, heute Mittag, ne? Du wärst das wirklich. Nein, das, ich würde ja nicht zu euren Vorträgen nach Kaiserslautern kommen. Und diese vier Vorträge konnte ich sehr gut verfolgen. Und sie haben, du hast es gut gesagt. Ich habe auch das Gefühl, dass sie mich haben sie auch erweitert. Ja. Ja. So, es ist so zu einem, ja. Einer, es ist jetzt schon zu einer Erinnerung geworden, auf die man sich berufen kann, wenn man mal wieder ein Haus in Norddeutschland bauen will. Ne? Also das ist alles, dient alles tatsächlich der Verfeinerung. Und so, und unsere Fachschaft, tipptopp. Ihr macht die Vortragsreihe im Sommersemester, Reihe 1. Alle anderen können immer regelmäßig mal auf www.architektur.unikl.de gucken. Da ist das bestimmt angekündigt. Wir haben alle vier Vorträge aufgenommen. Und da muss man jetzt sagen, sind wir noch nicht so die Hardcore-Profis. Katharina, wo ist sie eigentlich? Katharina Benjamin hat natürlich, weil sie Profi ist, ihren Vortrag schon veröffentlicht auf dem Kontexte Vimeo-Channel. Wir sind noch dabei, die anderen Vorträge, auch dein, Thomas, in Überarbeitung und in Rücksprache mit dir auf einem geeigneten Portal zu veröffentlichen. Jeder, der Lust hat, kann auch immer per E-Mail fragen. Antje, willst du was sagen? Darf ich noch mal eine kleine Sache an meinem Lehrstuhl was ankündigen? Von meinem Lehrstuhl. Wir haben nämlich auch einen Vortrag am 27.01. Falls jemand am Mittwoch bitte nicht weiß, was er tun möchte, 12.15 Uhr kommt Aretz Dürr aus Köln. Die sind, glaube ich, auch gerade ziemlich in Beobachtung. Mittwoch, den 27. Ja, also das 12.15 Uhr. Und ja. Wir sind ja so wenig, das ist in Siegen an diesem unglaublichen Lehrstuhl, DEAF. Und wenn da jemand nicht weiß, was er tun soll oder sie, würde ich mich sehr freuen. Schluss mit dem Werbeblock. Lass mal einen Chat, schreib's mal einen Chat, Antje. Ja, ich hab's auf Insta. Oder auf Insta. Ja. Alles klar, nee, das ist doch schön für alle, die noch nicht genug hatten. Ich finde unsere Viererreihe war jetzt in sich erstmal fertig. Und das ist. Oder vielen Dank für die schöne Einladung, möchte ich auch mal sagen. Von Herzen. Wir sehen uns ja auch bald wieder. Helga und ich wollten noch einen Sekt trinken letzte Woche im Kiosk vorm Rewe. Da könnten wir uns auch treffen. Aber man darf gar nicht draußen mehr Alkohol trinken. Insofern geht das gar nicht. Thomas? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich gebe jetzt das Schlusswort an Dirk Bayer, meinen lieben, lieben Kollegen Dirk Bayer. Der muss hier immer ran, aber er ist auch der Einzige, der dieses, oh, das wollte ich, ein Glück vergesse ich das nicht, das Plakat, ne? Dieses bestmögliche Plakat, das hat Bruno Margret entworfen. Also aus den vorgegebenen ortsspezifischen Dingen heraus entwickelt und zu einem Bild erweitert. Und Dirk Bayer in seiner Funktion als Dekan, die er auch innehat, zu vielen anderen Sachen noch, sitzt vor diesem Plakat und es sieht wirklich hübsch aus. Du ähnelst immer mehr dem Plakat, so wie Herr und Hund. Und ich würde mich freuen, wenn Dirk jetzt tatsächlich die letzten Worte unserer Vortragsreihe sagt und dann Antje Stober uns abschaltet. Bruder, du hast doch alles gesagt und zwar ganz toll. Und du warst ja letzte Woche auch an dem Thema Bauleitung diskutiert. Wenn man was zu gut macht, muss man es immer machen. Ich freue mich auf deine Reihe im Winter, weil du es so toll gemacht hast. Glaube ich, sehen wir uns im Winter wieder im Zoom und im Sommer mit der Fachschaft im Garten. Ganz toll, vielen lieben Dank allen Gästen. Es war ein super Abschluss, Thomas, sensationell. Hat total Spaß gemacht und vielen, vielen Dank.
oder Fachschaft und oder das Team für die Organisation. Und ich wünsche euch allen noch einen guten Rest-Lockdown und wir sehen uns dann einfach im April wieder. Also macht's gut, tschüss, danke und tschüss. Bald. Tschüss.